Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu We Love MMA 46 live aus dem Olympiapark im wunderschönen München und ein kräftiges Servus natürlich auch an alle Daheimgebliebenen, die uns live zugeschaltet sind über den Stream auf bild.de. 11 packende MMA-Fights haben wir heute im Programm mit den besten Kämpfern Deutschlands und natürlich auch einer ganzen Reihe Lokalmatadoren hier aus München und Umgebung. Und wir haben heute das große zweite Halbfinale unseres Nachwuchsturniers, denn We Love MMA sucht ja exklusiv in Zusammenarbeit mit bild.de Deutschlands nächsten großen MMA-Star. All das gibt es heute. Das wird ein Kampfsportabend der Extraklasse. Das ist Kampfsport, das ist München, das ist We Love MMA 46. Oh! Das Ding hat, das hat eingeschlagen. Viel Applaus für We Love MMA. Standing Ovation für beide Kämpfer. Oh! Was für ein Takedown, mit wie viel Gewalt. Unglaublich! Da ist aber auch ganz schnell vorbei. Oh, und das ist der. Was für ein sauschöner Kampf. Das war ein bisschen Rocky-mäßig, oder? Ja. Ja, und keine We Love MMA-Veranstaltung wäre natürlich eine vollständige We Love MMA-Veranstaltung ohne die Stimme des Käfigs, unseren seit 10 Jahren Veteranen-Ringsprecher, den ich hier noch mal vorstellen möchte. Er ist außerdem frisch verlobt, liebe Freunde hier in München. Also großen, großen Applaus für die Stimme von We Love MMA, Gonzo! Okay, Marc, mit dir und mit Frank habe ich nachher noch mal ein kurzes Gespräch, ja? Ansonsten, der Weg war weit, er hat sich gelohnt. München ist immer geil, wir haben hier immer schöne Kämpfe, wir haben geiles Publikum, stehe ich drauf. Schönen guten Abend, schön hier zu sein. Ja, und Gonzo, wir haben es gerade schon gesagt, also der Applaus war natürlich verdient. Du stehst kurz davor, in den Hafen der Ehe einzusteuern, aber wir haben hier heute ein paar Kämpfer, die kurz davor stehen, eine große Karriere im MMA-Sport hinzulegen, die nämlich an unserem Nachwuchsturnier teilnehmen, das We Love MMA seit einiger Zeit mit bild.de zusammen ausrichtet. Einen Finalisten haben wir schon, den haben wir in Berlin gekürt. Der junge Mann heißt Ismail Akilic und heute finden wir heraus, wer der zweite Finalist ist. Wir haben heute den zweiten Halbfinalkampf. Ich glaube, das wird eine spannende Angelegenheit. Ja, wird meine Ehe auch, davon mal abgesehen. Das ist immer die Frage, was die härtere Aufgabe ist. Aber ja, ich weiß, wir haben das letzte Halbfinale. Akilic, ich persönlich halte eine Menge von ihm, der Typ ist zäh. Ja, der ist ausdauernd. Also wer immer sich hier qualifiziert, hat erst den halben Weg gemacht. Das wird ein dickes Brett. Naja, zumal einer der beiden Halbfinalisten heute erst vor 2 Wochen hier in München gekämpft hat, da beeindruckend durch K.O. gewinnen konnte. Also Action ist heute garantiert. Wer die beiden Halbfinalisten sind und um was es überhaupt geht bei diesem Nachwuchsturnier, das schauen wir uns noch mal kurz in diesem kleinen Film hier an. Ich will We Love MMA Champion werden. Ich werde gewinnen, weil es meine Bestimmung ist. Es gibt keine Ausreden, es gibt kein Wegrennen, es gibt nur den Baller. Ich bin hier gekommen, über die Berge geklettert und durch das Meer geschwommen. Im letzten Jahr habe ich 20 Kilo verloren. Music, as you said. I've been an MMA fan for a long time. I actually started out as a very young kid being a boxing fan. I was asked to participate in a judging panel of future MMA stars that Bill was going to highlight, so I'm happy to participate. Thank you.
reicht nicht. Mhm. Er wird wahrscheinlich nicht viel weiter in den Sport kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege Marc hat es angekündigt, wir haben 11 Kämpfer auf der Fightcard. Wenn es nach mir geht, wird einer schöner als der andere. Wir haben aber auch Prominenz am Ring. Da ist zum Beispiel hier vorne vor uns Leute aus München. Raul Tedeschi, lange nicht gesehen, heute wieder dabei. Freut mich, ihn zu sehen. Kämpfer erster Güte. Sascha Schamer, mein kongenialer Kollege, ist da. Wir haben wirklich Leute, die Ahnung davon haben, die sich draußen mal die Leute angucken, die es hier drin versuchen wollen. Wir haben richtig gute Kämpfer dabei, Leute, die schon lange den Weg gehen, und wir haben Leute, die gehen ihn heute zum ersten Mal. Wir werden sehen. Ich hätte ganz gerne eine schöne Veranstaltung, lautes Publikum, wenig Verletzungen und das, was diese Veranstaltung hier ausmacht. We love MMA. So soll es sein. Oder? Sieht es jemand anders? Nein? Okay. Dann check, wir fangen an. Ladies and Gentlemen, Auftaktapplaus für den Auftaktkämpfer. Rasul Magam Shapiev. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Rechten, eingewogen mit 58,4 Kilogramm, ausgestattet mit einer ausgesprochen harten Athletik. Klein und gemein, er vertritt die TA Force Gym. Ihr Applaus für Rasul Magam Shapiev. Ja, klein und giftig. Wir bewegen uns hier in der niedrigsten Gewichtsklasse für Männer. 57 Kilogramm im sogenannten... In die blaue Ecke rufe ich Mardi Sadeki. Ja, und Mardi Sadeki ist hier der Lokalkämpfer vom MMA Munich. Er hat den Cage betreten mit der Gelassenheit eines ausgefuchsten Kämpfers. 57,3 Kilogramm waren es heute auf der Waage. Er vertritt das renommierte Team von Munich MMA. Ladies and Gentlemen... Aus München, Mardi Sadeki. Ja, das ist sehr lustig immer zu sehen. Vor der Kamera sind diese Jungs unglaublich scheu, kriegen kaum ein Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Gewichtsklasse empfiehlt es sich, möglichst wenig zu blinzeln. Die Jungs sind blitzeschnell. Geht der Kampf über die Runden, sind zwei davon, jede 5 Minuten, Adrian Zeitner und Parteischer im Ring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verspreche mir einen außerordentlich schönen Kampf, gegeben durch Rasul Magam Shapiev von Mardi Sadeki. Ja, sehen wir beide nochmal im direkten Vergleich. Sadeki 2 Jahre älter, 4 Zentimeter größer, und das ist eine ganze Menge in dieser Gewichtsklasse, wo die Kämpfer im Schnitt ja nur 1,60 groß sind. Ja, das ist wirklich interessant. Käfig sehr ruhig und abgeklärt. Vor der Kamera kriegen sie kaum ein Wort raus. Sehr, sehr interessant auch der Kollege Zeitner, der hier der dritte Mann im Käfig ist, seines Zeichens Leichtgewichts-Champion. Ladies and Gentlemen, die Arena ist bereitet, ringfrei zur ersten Runde, First Round. Und los geht's. In seiner Freizeit offensichtlich auch noch Referee. Ja, und Gonzo hat es gesagt, riesengroßes Tempo in diesen niedrigeren Gewichtsklassen, Fliegengewicht, also Non-Stop-Action. Und da sehen wir auch schon die ersten Aktionen hier. Dicky schlägt hartes Leder hier. Ui, und da wackelt. Beide hartes Leder. Magam Shapiev aber auch schon das erste Mal, hat da ein paar gute Dinger genommen von Sadeki. Oh, Sadeki versucht es hier mit einem Außensichelwurf. Oh, beide treten sich hier in das Gemächt des Gegners hinein. Oh, Magam Shapiev, schöner Hüftwurf, direkt am Boden. Wird aber von Sadeki weiter übertragen und wieder weiter übertragen. Vorsicht, fast auf die Triangle auf. Der Arm ist eingeklemmt. Sadeki könnte jetzt den Kopf runterdrücken und Magam Shapiev somit in eine Würgeposition hineinbringen. Das scheint ihm aber nicht so sehr bewusst zu sein. Wow, sieht man selten, ne? Ja, sieht man tatsächlich sehr, sehr selten, aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Er weiß gar nicht, wie nah er da dran ist, dass er quasi einfach nur das Bein drüber schlagen müsste. Ich glaube, er versucht da eher... Oh, das sind Scrambles hier. Sieht man selten. Also so eine Art von Scrambles, also Bodenkampfsituationen, in denen die Top-Position, also die Oberposition ausgekämpft wird. Und so oft wechselt vor allen Dingen. Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich. Ich sah gerade aus wie so zwei Eidechsen, die einen eng umschlungenen Kampf miteinander führen. Das hast du schön gesagt. Ja, also das war gerade irgendwie so das Bild, das ich hier gerade im Kopf hatte, als ich das gesehen habe. Ja, du hast ja eingangs darüber gesprochen, dass wir heute zwei Afghanis hier auf der Karte haben und das sehr, sehr oft der Fall ist heutzutage bei Veranstaltungen in Deutschland. Das hat natürlich zu tun mit der Flüchtlingssituation und das hat auch
ein Grund, dass die so starke Leistungen hier auf abliefern. Die kommen natürlich aus einem Kriegsgebiet. Für die ist es natürlich ein Kinderspiel hier, einen Vollkontaktkampf zu machen. Ja. Während das für Westeuropäer eine Ausnahmesituation ist, ist das für die hier wirklich eine vergleichsweise entspannte Situation. Und viele haben auch dort einen starken Combat-Sports-Background, also einen Kampfsport-Hintergrund. Viele starke Ringer dort in Afghanistan. Ja, aber ich finde das wunderbar, dass die Jungs das machen. Ich meine, sie haben eine sinnvolle Beschäftigung, sie haben die Möglichkeit, sich irgendwie zu profilieren, etwas Sinnvolles vor allem auch zu machen. Ne? Ich höre ja sehr oft Leute von wegen so, ja, man sieht einfach nur so hier Flüchtlinge, die gegeneinander kämpfen und so weiter. Ne? Die machen ja nichts Sinnvolles. Ich finde das besonders sinnvoll, was die zwei hier gerade machen. Ja, Sport ist das beste Mittel zur Integration. Und jetzt sehen wir hier harte Bomben von Sadiki. Oh. Und der wieder gesweept wird. Ja, kommt wieder in die Oberlage. Sehr schlecht jetzt hier für Sadiki. Magam Shapir schlägt jetzt hier auf ihn ein. Scheint da auch eine recht stabile Base zu haben, also sein Gleichgewicht da ganz gut zu verteilen, um sich eben nicht wieder umkippen zu lassen, sweepen zu lassen, wie es heißt. Und Magam Shapir jetzt hier aus der Oberlage mit Ground and Pound, mit diesen kurzen Schlägen. Ja, Coach Benedikt Schotthöfer versucht ihm hier Instruktionen zu geben, also der Coach von Sadeki, seines Zeichens BJJ Schwarzgurt und Vize-Weltmeister. Der Schwarzgurte der Masters-Division, also der Kämpfer zwischen 30 und 35 Jahre, sehr renommiert. Angesetzt jetzt hier von Magam Shapir, lässt sich da hineinfallen. Aus. Aber der rechte Arm ist über dem Arm, deswegen ist die Guillotine nicht allzu fest. Ja. Er war sehr, sehr mutig, sich da direkt hineinfallen zu lassen, seine eigentlich dominante Position aufzugeben. Keine gute Idee. Sollte man eigentlich nur machen, wenn man wirklich hundertprozentig sicher ist, dass man den hundertprozentig sicher ist. Ja, das ist nämlich die schlechte Sache. Er hat zwar kurz ist all in gegangen mit dieser Submission, aber wenn das halt eben schief geht, jetzt haben wir den Salat. Sadiki ist jetzt oben. Ja? Deswegen, das ist etwas, was man einem Kämpfer eigentlich nur dann empfiehlt, wenn die Runde, was weiß ich, schon fast am Ende ist. Der Kampf ist nicht mehr zu gewinnen. Man möchte nochmal alles in die Waagschale werfen. Aber das war zu diesem Zeitpunkt keine gute Idee, weil das kann ihn jetzt die Runde kosten. Sadiki ist jetzt in der Oberlage und kann zwar nur leichte Schläge anbringen, aber er zeigt, dass er der aktivere Mann ist. Magam Shapir. Oh. Ja, also Sadiki muss aufpassen, dass er mit diesen wilden Aktionen, diesen weiten Schwingern, mit denen er da in die Guard seines Gegners hineinspringt, fast schon, dass er da nicht in einem Hebel landet. Mhm. Also Magam Shapir hat da gerade eben schon den rechten Arm seines Gegners isoliert. Habe ich gesehen gehabt, ja. Ja, und Magam Shapir, blitzartig öffnet er die Beine und versucht sie dann zu schließen. Was er versucht, liebe Zuschauer, ist, sich in eine gute Position zu bringen, um einen Armstreckhebel anzubringen oder vielleicht auch eine Triangle. Eine Triangle, dazu muss man, was man hier sieht, da ist sie. Genau, versucht man den Ansatz, oh, Abkick. Man versucht, Arm und Kopf des Gegners zu isolieren und dann hat man eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation für einen Hebel, für einen Würger, Verzeihung. Ja, Sadiki macht das eigentlich ganz gut hier. Ja, offene Guard jetzt aber von Magam Shapir, also Sadiki könnte da auch eigentlich problemlos vorbei an dieser Beinumklammerung. Erste Runde gleich vorüber, Kampf hier angesetzt auf 2x5 Minuten hier in dieser Federgewichtsklasse, Fliegengewichtsklasse, Verzeihung. Ende der ersten Runde. Das muss ich mal vorstellen. Ja. Das sogenannte Federgewicht von 66 Kilogramm. Dann haben wir das Bantamgewicht bei 62. Wer hat die Runde für dich gewonnen, Marc? Ja, wirklich schwierig zu werten, der Durchgang, weil es oft hin und her ging. Ich würde die Runde jetzt an Magam Shapir vielleicht geben, weil er den meisten Schaden eigentlich neutralisieren konnte und zum Schluss, selbst weil er, obwohl er unten lag, ganz gut kontrolliert hat, hier diesen Submission-Ansatz hatte. Auf der anderen Seite hat er am Anfang wirklich auch harte Dinger genommen von Sadiki. Ja. Also es ist ein Ding auf enges Ding, ja, enges Ding. Das könnte man jedem geben. Ich würde es Sadiki geben. Er hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, gerade zum Anfang der Runde. Aber man kann auch deine Meinung vertreten. Also es ist auf jeden Fall knapp. Was für die Zuschauer so also wichtig ist, hier hat keiner wirklich die Runde gewonnen. Offensichtlich die Runde gewonnen. Es kann so oder so gehen. Das heißt, beide werden jetzt in der letzten Runde nochmal alles geben müssen. Ja. Man muss die zweite Runde klar gewinnen. Ich sehe da auch einen richtig guten Kampf. Wenn Sie das genauso sehen, lassen Sie es mal die Kämpfer hören. Ja, ansprechender Auftakt auf jeden Fall. 1-2 zur zweiten Runde, Second Round. Der kleinere Bruder von Rahman, Magam Shapir, hier in seinem Debüt. Oh, gleich gefordert. Im Stand ist er. Oh. Hat er Nachteile, das sieht man hier. Also Sadiki da wesentlich selbstbewusster, bewegt sich leichtfüßig auf den Fußballen.
und trifft da immer wieder. Ist auch abgeklärter, ja. Ja, Magam Shapir jetzt versucht einfach nur reinzustürmen. Oh, Superman-Punch, der auch noch getroffen hat. Das ist aber da, wo er hin will, nämlich am Mann. Und da kann er am Mann das, am Bein, was er am besten kann, nämlich ringen. Wow. Man hört es am Namen, der junge Mann Magam Shapir, kaukasische Wurzeln. Dort bekommt man das Ringen quasi mit eingeimpft ins Blut. Lässig, aber mit diesem Judo-Wurf hier zu Boden bringen. Und gemountet, wow. Das hier die dominanteste Position, die es gibt im MMA-Sport. Die sogenannte Mount Sadeki da. Mit noch 4 Minuten Zeit auf der Uhr, jede Menge Zeit zu arbeiten aus dieser Mount-Position heraus. Ja. Hat den Gegner da auch mit dem Rücken am Käfig. Also Vorteile sind definitiv jetzt gerade bei Sadeki, der auch sehr explosiv arbeitet, sehr athletischen Eindruck macht. Ja, kontrolliert Magam Shapir jetzt auch ganz gut hier. Sind keine allzu harten Schläge, aber Magam Shapir muss sich hier rausarbeiten. Theoretisch kann Sadeki hier den Rest der Runde verbringen und seine kleinen chirurgisch feinen Schläge hier anbringen. Ja, und solange er hier aktiv bleibt und arbeitet, auch wenn es nur diese kleinen Treffer sind, wird der Referee Adrian Zeitner hier auch nicht aufstellen. Oh, Magam Shapir macht ein Reversal, schafft es ihn zu drehen. Das war extrem wichtig hier für den Kämpfer aus Bayern. Und Magam Shapir jetzt mit einer harten Rechten. In der Halfguard jetzt mittlerweile wieder. Hat sich also jetzt noch mal ein bisschen verbessert. Ellbogenschläge ja leider nicht zum Kopf erlaubt hier. In diesem Regelwerk. Sadeki kann sich jetzt hier mit dem linken Bein versucht, das sich am Käfig wegzudrücken. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein Faktor sein, wenn er die Kontrolle halten möchte. Also Magam Shapir jetzt hier von Magam Shapir. Ja. Und Sadeki hat den Underhook links auf der Seite unter dem Arm. Dadurch macht das... Oh Gott. Ich könnte mich ärgern als Trainer von Magam Shapir. Und auch Sadeki, wie leicht sie diese Position hier abgeben. Lässt sich viel zu leicht hier sweepen, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Mit gerade als besserer Ringer musstest du die Top-Control eigentlich sicherer behaupten können. Ja, ja. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist in diesem Kampf. Ja. Oh, Triangle-Ansatz. Sadeki verteidigt. Magam Shapir versucht das immer wieder und Sadeki kommt immer wieder hinaus. Oh, jetzt sehen wir gleich eine große... Oh, Upkick, schön. Gerade so weg. Sadeki versucht sich den Rücken zu holen. Unsauber. Magam Shapir wird hier wahrscheinlich oben rauskommen. Ja, hinten raus. Oder hinten rauskommen. Ja, Sadeki kann sich hier nirgends festhalten. Ja, versucht da den rechten Hook reinzuwürgen, also diesen rechten Fuß da vor die Hüfte zu bringen des Gegners, um da ein bisschen Kontrolle zu haben. Aber ich glaube, er hat sich da jetzt auch auf den linken Arm versteift, versucht ja wahrscheinlich zum Armstreckhebel zu gehen. Ja, er müsste, oder hier auf einen Kimura. Wir können es aus dieser Position nicht sehen. Nee, doch nicht. Der linke Arm ist draußen. Und Magam Shapir wieder oben. Wichtig für Magam Shapir, der da kurzzeitig tatsächlich in Gefahr war, jetzt aber hier selbst die Oberlage behauptet. Ja, ist ein Hin und Her. Wollen wir wetten, wie lange die Toplage halten kann? Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich nicht lang. Also das war tatsächlich ein Hin und Her hier bislang. Sitzt jetzt aber in der Halfguard und da sitzen viele Ringer gern. Lieber zum Beispiel als in der Mount. Ja, weil man doch noch etwas mehr Kontrolle hat über den Körper. Ich sitze auch lieber dort. Oh, jetzt ist er in der Mount-Position. Jetzt ist Magam Shapir da, wo Sadeki vorhin zu Beginn der Runde war. Und das ist ein wichtiger Faktor. Weil jetzt ist die Runde wieder ausgeglichen und Magam Shapir fliegt jetzt in meinen Augen vorne, weil er hier die Backmount hat. Holt sich sogar die Body Triangle. Sehr, sehr unangenehme Position. Ich würde an Magam Shapirs Stelle weiter pounden, denn diese Ground-and-Pound-Verteidigung von Sadeki, die gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Oh, jetzt geht er auf den Linken. Oh, das wird die Runde sein. Ja, das wird kein Tap-Out jetzt. Der Sadeki scheint wohl zu tough dafür zu sein. Aber das wird die Runde sein hier für Magam Shapir. Das wird ihm das hier den Sieg bringen in meinen Augen, wenn er jetzt die Position noch 30 Sekunden halten kann. Der Griff scheint nicht stark genug zu sein. Sadeki hat eine Hand zum Fesser, mit der anderen Hand schlägt er. Eigentlich bräuchte Magam Shapir für das Finish, denn wenn die Punktrichter den Kampf so gesehen haben wie du, dann ging die erste Runde an Sadeki, dann wird das hier ein Unentschieden dieser Runde. Also um auf Nummer sicher zu gehen, müsste den Sack hier eigentlich zumachen. Ja. Weil hier fehlt wohl die Kraft hier gerade. Sowohl im Grappling jetzt auch. Oh, das ist guter Kampf. Hat er sogar noch gehabt? Ja, aber wer will sich hier überbieten?
Ja gut, man hätte es doch mal lieber die Kraft lieber im Ring gelassen hier. Und für den Choke verwendet oder für ein bisschen aggressives Ground and Pound, um den technischen K.O. herbeizuzwingen. Hier sehen wir noch ein paar Highlights dieses Kampfes. Ja, der Superman-Touch. Boom, der schön getroffen. Der hat sogar gesessen. Und linker High-Kick. Aber trotzdem ganz gutes Distanzgefühl von Sadiq, der hier immer wieder den entscheidenden Schritt zurückgegangen ist auch. Ja, scheint der bessere Striker im Duell gewesen also zu sein. Wesentlich lockerer, wesentlich selbstbewusster. Wow, okay, wem gibst du jetzt den Kampf? Also in meinen Augen, lass es ein Unentschieden sein, sollen die nochmal ein zweites Duell machen. Aber wenn, dann würde ich es eher Magam Shapiev geben, weil er doch am Ende die bessere Kontrolle hat. Ich hatte ja die erste Runde bei Magam Shapiev, dementsprechend muss ich jetzt mal auf den Kampf geben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man den Kampf heute noch toppen kann. Das war ganz großer Sport. Ihr Applaus bitte für beide Kämpfer vor der Urteilsverkündung. Sehr geil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, großartiger Kampf. Geht's über die Runden, ist es immer knapp. Und es war auch in dem Fall knapp, die Judges waren sich nicht einig, aber der Sieg geht mit zwei Richterstimmen in die rote Ecke. Ja. An Rasul Magam Shapiev. Rasul Magam Shapiev. Rasul Magam Shapiev, Sieger dieses Duells. Die Punktrichter ganz ähnlich gesehen. Kann man so geben? Kann man so geben, ja. Bittere Niederlage natürlich für Sadiki, der im Stand wesentlich besser war als Magam Shapiev und vielleicht das ein oder andere Mal lieber aufgestanden wäre, ihn hochgewunken hätte und im Stand noch ein paar Treffer gesetzt hätte, statt sich da am Boden mit ihm rumzuwürgen und immer wieder gesweept zu werden. Ja, also, da hast du recht. So, der erste, der Magam Shapiev-Bruder, hat heute einen Sieg nach Hause gebracht. Der zweite steht noch aus. Gute Voraussetzungen für den Bruder, der heute den Co-Main-Event bestreiten wird, gegen den starken Ömer Çankantısılır. Und wir kommen zum nächsten Duell des heutigen Abends. Ein Duell im Federgewicht zwischen Saya Cherifi und Alexander Buss. Meine Damen und Herren, der erste Kampf wird schwer zu toppen sein, aber manchmal entwickeln sich die Dinge und hier kommen schon mal zwei, die es auf jeden Fall versuchen werden. Ihr Applaus bitte für Sayat Cherifi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihm gegenüber betritt den Cage Alex Buss. Veranstalter ist heißes Eisen im Feuer, für den heute der erste Sieg her soll. Ladies and Gentlemen, der Kämpfer zu meiner Linken. Auf der Waage waren es 65,4 Kilogramm, war also ordentlich im ausgemachten Limit. Der Mann vertritt das renommierte Guardian Gym und ich erinnere mich an wirklich, wirklich harte Fäuste. Ihr Applaus für Alex Buss! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Adrian Zeidler hat die Augen drauf, geht der Kampf über die Runden, sind zwei davon, jede 5 Minuten lang. Ladies and Gentlemen, ich freue mich auf den nächsten Kampf und wir sehen Saya Cherifi und Alex Buss. Also bei dem direkten Vergleich, wir haben es gesehen, Altersunterschied 7 Jahre, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Also mit 19 Jahren hier anzutreten, ist natürlich nicht ohne vor so einer großen Kulisse, ja, auf so einer großen Bühne. Ne? Ja,
Referee auch in diesem zweiten Duell, in diesem Federgewichtskampf, Adrian Zeitner, der Weltergewichtschampion hier von We Love MMA. Der auch erst 23 ist, wie ich letztens erfahren habe. Ja, junger Typ, aber schon seit einigen Jahren auch dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bewegen Sie die Hände. Ringfrei, Runde 1. Auch dieser Kampf angesetzt auf 2x5 Minuten. Das Limit 66 Kilo. Das haben beide erbracht auf der Waage. Anders als bei vielen anderen Veranstaltungsserien wird bei We Love MMA ja am Tag der Veranstaltung gewogen, um exzessives Gewichtmachen zu unterbinden, wie wir das in vielen Profi-Organisationen ja haben. Beide fuchteln hier sehr viel mit den Händen herum und Sharifi hat hier irgendwie die Waffe seiner Wahl gefunden hier. Tritt sehr oft mit dem linken Fuß. Oh, schön. Ja, der Wurf, der war fast schon zu einfach. Ja. Hat der Busse irgendwie genau erwischt. Und legt ihn ab. Ja. Und versucht hier in einer Art Guillotine hier festzuhalten. Ja, ich glaube, das war einfach nur eine Wurfverteidigung. Ja. Etwas unorthodoxe. Jetzt sehen wir hier einen Schlagabtausch mit offenem Visier, aber Busse zieht den Kürzeren. Ja, bisschen mehr in der Defensive. Und Sharifi hier weiter im Vorwärtsgang. Bleibt gefährlich hier auf allen Ebenen. Ja, wirft ihn hier, wie er will, die ganze Zeit. Timet hier gerade, wenn Bus nach vorne kommt, timet er wunderbar, taucht unten ab. Upp, und auch jetzt hier wieder in den Bodylock hinein. Boah, Sharifi gefällt mir richtig gut hier. Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass der hier heute seinen ersten Kampf macht. Wie gesagt, es gibt keine Bilanz zu dem jungen Mann. Man weiß nicht genau, wo er herkommt, was er gemacht hat. Und das ist natürlich immer schwierig. Dann ist das eine absolute Wundertüte, die du da als Gegner hast. Und dann ist es natürlich auch schwer, sich darauf einzustellen. Und wie wir hier sehen, ist Sharifi definitiv mit allen Wassern gewaschen. Gefährlich ringerisch, gefährlich mit Striking. Bus versucht jetzt hier nochmal mit der Guillotine. Er hält zumindest den Kopf fest. Löst sich da mit dem linken Haken, aber fängt sich als Antwort direkt wieder ein, zwei Hände von Sharifi. Sharifi scheint aber, was Kondition anbelangt, ist die oh Gott, schön. Und wieder abgetaucht, schöner Takedown. Lässt sich viel zu leicht zu Boden bringen, Bus. Ja, aber Sharifi hält ihn auch nicht besonders gut fest. Das ist jetzt die erste Aktion, der von drei Würfen hat er jetzt einen quasi durchgebracht und hält ihn jetzt am Boden. Ich meine, das kostet auch Körner, jemanden immer auszuheben, auch wenn das Timing gut ist, ihn dann zu Boden zu bringen und dann wieder hochzukommen. Ich wollte gerade sagen, vor dieser Aktion, dass ich befürchte, dass Sharifi langsam die Luft ausgeht, weil er nach den Schlagabtauschen, nach dem Schlagabtausch meistens sehr müde aussah. Oh, schön von Herrn Bus, Triangle-Eingang. Jetzt sehen wir das, was Magam Shapir vorhin die ganze Zeit probiert hat. Arm und Kopf sind eingeklemmt. Wenn Bus es jetzt noch schaffen sollte, den Kopf herunterzuziehen. Wunderbar, Dankeschön an den Kameramann, dass wir die Situation jetzt hier besser sehen können. Versucht jetzt hier den Verschluss, er versucht jetzt hier den rechten Knöchel in die Kniekehle hineinzubringen. Das habe ich jetzt mit meinen Leuten die letzten Wochen über sehr, sehr viel geübt. Wunderbare, klassische Technik aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, aber Sharifi kommt hier hinaus. Holt sich jetzt den Rücken von Bus und der ist tief drin. Sehe ich das richtig? Ja, wenn Bus jetzt hier schlau ist, drückt er ein bisschen nach vorn, dann landet er hier nämlich in der Guard seines Gegners, kann ihn quasi einfach nur so abtropfen lassen über die linke Schulter und hätte dann quasi die Oberlage. Das tut er jetzt hier auch. Weiß nicht, ob er mich da gehört hat. Gute Prognose für Herrn Bergmann. Ja. Und könnte jetzt hier aber eigentlich auch gleich weiterlaufen über das linke Knie. Siehst du das? Ich sehe da einen Cut über der linken Augenbraue von Bus. Und Bus muss hier aufpassen, dass er nicht in einen Armhebel hineinfällt oder in eine Triangle. Ja, das rechte Bein schon oben hier von Sharifi. Die Arme auch isoliert. Also Sharifi gefällt mir hier sehr, sehr gut. Und zwar egal, bei was er tut. Ja, ja. Sowohl offensiv als auch defensiv. Bus tut sich hier relativ schwer. Müsste sich ein bisschen mehr lösen, um da mehr Platz zu haben zum Schlagen. Auf der anderen Seite läuft er dann natürlich auch Gefahr, weggestoßen zu werden. Geschlossene Guard jetzt hier von Sharifi. Also diese Beine dazu. Für alle, die jetzt hier auf bild.de vielleicht auch zum ersten Mal zuschauen, diese Beinumklammerung, diese Guard-Position, die wird verwendet, um den Gegner zu kontrollieren, sodass man auch aus der Unterlage heraus das Geschehen im Kampf noch steuern kann. Oh, schade. Bus ist hier gerade hier in den Rücken hineinklettern können. Oh, nimmt ja harte Hammerfäuste von Sharifi, da muss er sich verteidigen. Sonst wird das Ganze hier schneller abgebrochen, als er gucken kann. 40 Sekunden. Schwer zu sagen, wer jetzt hier gerade vorne liegt.
Ja, ich muss sagen, Bus hatte zwar diese Oberlage, weil er sich da quasi aus dieser Guillotine befreit hat, aus dieser halben, aber wirklich gemacht hat er da auch nichts draus. Ansonsten hat den Kampf für mich bisher Sharifi bestimmt. Also aus meiner Sicht eigentlich klare Runde für den jungen Mann aus der Phoenix Akademie in Kassel, der offensichtlich nicht nur ein reiner Thai-Boxer ist, sondern auch sehr schöne Würfe hier gezeigt hat und auch am Boden ganz solide agiert. Ja, den linken Arm da aber stehen lässt, das ist eigentlich auch ein Fehler, den man nicht machen sollte auf so einer Bühne hier. Ende der ersten Runde. Oh, der linken Augenbraue von Bus sehen wir einen kleinen Cut. Oh, und der rechte Orbitalknochen in seinem Gesicht scheint noch etwas geschwollen zu sein. Sehr, sehr geschwollen aus. Ja, da hat er tatsächlich eine Bombe drauf bekommen. Vielleicht sogar dieses Knie hier, was wir gerade gesehen haben. Sharifi wunderbar immer abgetaucht. Aber er hat es nicht geschafft, ihn zu kontrollieren am Boden. Ja, du hast vollkommen recht, Sascha. Hat den Gegner nicht festgehalten beim Werfen. Das ist natürlich dann schwierig, ihn zu kontrollieren, wenn man die Hände nicht mehr drum belässt. Es ist immer eine Sache, jemanden zu werfen. Ihn dann aber am Boden auch zu kontrollieren, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, nichtsdestotrotz, starkes Finish hier von Sharifi mit Bus in der Unterlage, der hier wirklich harte Hammerfäuste nehmen musste, 3-4 Stück. Also sehr, sehr starke Runde hier für den Newcomer aus Kassel. Und der junge Mann hier, Alexander Bus, der steuert auf die zweite Niederlage seiner Karriere zu im zweiten Kampf, wenn er jetzt hier im zweiten Durchgang nicht massiv aus dem Ring. Was anders macht. Oh ja, die Schwellung beginnt schon. Sharifi sieht aber etwas erschöpft aus. Ich bin mal gespannt, ob die da oben so weitermachen. Wenn ja, soll es mir eine Freude sein. Ein bisschen Wegsehung an die Kämpfer da oben aus dem Publikum. Einfrei, Runde 2. Sharifi, jetzt etwas im Rückwärtsgang. Zu Beginn der ersten Runde hat er noch versucht, das Geschehen aus der Ringmitte heraus zu dominieren. Jetzt aber trotzdem seine Treffer. Schönen Cross da durchgesteckt mit dem Schritt, aber Busset bewegt sich auch zu wenig im Oberkörper. Ist da einfach ein zu leicht zu treffendes Ziel auch? Ja. Also ich meine, der war mit Ansage jetzt gerade die Rechte da von Sharifi und trotzdem getroffen. Oh, das hätte ein schöner Spinning Back KO werden können. Hätte aber auch ein starker Konter werden können von Bus, wenn er jetzt einfach mal reingegangen wäre. Und Sharifi wirft ihn hier einfach ab. Direkt in die Guillotine hinein. Griff am Kopf, aber Bus hat den hier nicht allzu tief drin. Ja, das sieht mir auch nicht aus, als ob er so richtig weiß, was er hier machen soll, Bus. Also ja, er hält einfach den Kopf fest, aber er müsste eigentlich versuchen, seine Beine oberhalb der Hüfte zu schließen, um hier einen effektiven Würger anzubringen. Sharifi befreit sich hier relativ leicht aus dieser Position. Sharifi erschöpft, macht aber dennoch die richtigen Bewegungen. Geht jetzt hier gleich in die Full Mount hinein. Oh, Bus in großen Problemen. Bus ist in großen Problemen. Ja, muss unbedingt raus, da wird jetzt hier schon wieder gemountet. Und es ist ja mit 3 Minuten 40 auf der Uhr noch jede Menge Zeit für Schlag auf den Nacken. Schlag auf den Nacken, das muss der Coach, nicht Coach, aber Referee Adrian Zeitner ahnden. Ja, da passiert immer mal im Eifer des Gefechts, oh, wenn es nur einer ist, mag das ja gehen. Sharifi macht ein bisschen zu wenig, muss aufpassen, dass er da nicht ermahnt wird vom Ref. Also auch aus der Mount heraus muss er natürlich aktiv bleiben. Und da ist auch schon die erste Ermahnung von Adrian Zeitner. Benutzt den Ellbogen hier, um Alexander Bus aufzuspannen. Der versucht sich hier zu befreien mit einer Rollaktion. Die wird allerdings im Keim erstickt. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man massive Kraft oder Gewichtsvorteile hat. So ein Power-Move einfach rausdrehen. Müsste versuchen, sich hier die Guard zurückzuerarbeiten. Also die Knie da irgendwie durchzubekommen. Oder so wie er es jetzt versucht, hinten raus zu rutschen. Aktion. Ja, Sharifi muss jetzt hier was machen, sonst wird das Ganze wieder in den Stand zurückgewunken. Wobei er da ja auch keine Probleme hatte. Sichert sich jetzt hier scheinbar den rechten Arm. Zumindest sieht das fast so aus. Von Bus. Oh, da wird tatsächlich aus der Mount heraus aufgestellt. Das sieht man nicht allzu häufig. Zumal beide ja eigentlich schon recht aktiv auch waren. Jetzt zumindest zum Schluss. Aber Adrian Zeitner, der ist da offensichtlich ungeduldig und will Action sehen hier. Oh, ja, hier wieder der linke Kick. Das Mittel der Wahl. Wechselt auch immer wieder die Auslage hier, Sharifi. Also bleibt da nicht
in der Rechtsauslage stehen oder in der Linksauslage, sondern switcht ständig. Das bringt Bus natürlich noch mehr durcheinander. Bus hat hier noch Reserven und Sharifi scheint schon etwas müde zu sein. So, schafft es aber hier wieder ihn zu werfen. Ja, und ich glaube, wenn er diese 1,45 jetzt nach Hause reitet, dann hat er das Ding eigentlich auch im Sack. Das glaube ich auch, ja. Bus findet sich hier schon wieder in Problemen. Ich glaube, Sharifi wird hier demnächst wieder in die Mountain übersteigen. Ja, denke ich auch. Also die Guard oder die Halfguard vielmehr von Bus, die ist nicht allzu dicht, wenn man hier sieht. Die ist weit offen sogar. Man müsste jetzt aber aus seiner Ecke aber auch mal Folgendes hören. Alex, du bist am Verlieren. Es bringt jetzt nichts, unten aus der Halfguard heraus einige leichte Körpertreffer anzubringen. Du musst versuchen, deinen Arsch nach oben zu bewegen und geradeaus den Mann K.O. schlagen oder kaputt würgen. Ich glaube, dass Bus nicht so richtig weiß, was er aus dieser Position heraus machen soll. Also diese ganze Beinhaltung, die er da hat und generell das Verhalten, da dieses Festklammern, das sieht nicht aus wie eine effektive Defense. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das sieht nicht sehr profund aus. Ne? Dementsprechend macht es das natürlich auch einfach für Sharifi hier einfach ganz entspannt da in der Halfguard sitzen zu bleiben und das Ding nach Hause zu schaukeln, denn der macht im Prinzip gar nichts mehr hier in den letzten paar Sekunden. Der ruht sich aus. Jetzt wird er nochmal aufgestellt hier von Adrian Zeitner und das ist jetzt die große Chance für Alexander Bus, nochmal mit der Brechstange jetzt hier im Finish zu suchen. 30 Sekunden, alles ist möglich. Das ist MMA, es kann passieren. Alexander Bus entscheidet sich aber lieber dazu, mit den Händen vor ihm stehen zu bleiben, rumzufuchteln. Sharifi ist schon richtig müde. Bus muss das richtig... Ja, das muss er nutzen. Jetzt landet er hier die richtigen Bomben. Ja, jetzt. Da, das ist das, was er machen sollte. Und weiter. Darf nicht aufhören. Beine hinten und gut weiter. Verteidigt. Sichert sich hier den Rücken und die letzten 10 Sekunden. Gewinnt er das hier noch? Das wäre 10 Sekunden. Der Block ist drin. Auf geht's. Bring die Hand nach hinten hinter den Kopf. Comeback des Jahres. Zeig den Jungen doch mal einer, wie man Naked Choke macht. Der Comeback ärgerlich. Wäre doch mal er aus sich herausgekommen, der Alexander Bus. Ja, wow. Das wäre das Comeback des Abends gewesen. Das wäre das Comeback des Jahres gewesen, zumindest bisher. Wow. Ist er noch recht jung, das Jahr. Wurf von Sharifi, das war die entscheidende Technik eigentlich. Sharifis Würfe, oh, hier schön gegen da, oh, Kraftaktion. Das war jetzt die letzte Aktion, die wir hatten. Schöner Schlagabtausch, Knie von Alex Bus. Hüftwurf gut verteidigt. Und dann dieser rechte Haken getroffen, Knie 2. Das war schön. Ja, hat nur eins getroffen, aber das reicht ja oftmals schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist der zweite Kampf, den ich nicht punkten möchte, aber bewerten kann ich ihn. Prädikat, großartig. Und einmal Applaus für beide Kämpfer. Zion Sharifi und Alex Bus. Ja, na, da konntest du nicht unrecht. Also nachdem Bus jetzt hier zwar die zweite Runde auch über weite Strecken abgegeben hat, hat er natürlich das bessere Finish gehabt. Dementsprechend kann man argumentieren, dass er die zweite vielleicht sogar gewonnen hat. Dann geht's hier unentschieden. Ja, das würde ich auch fast geben, ja, ein Unentschieden. Oh, zeig dem Jungen doch jemanden wie ein Rear Naked Choke Hit. Bitte, also wenn ich das sehe, das hätte in den letzten paar Sekunden noch das Ende bringen können, wenn er die Hand hinter den Kopf gebracht hätte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Punkturteil, ich erwähnte es gerade, ist immer eine enge Kiste, zeigt immer einen guten Kampf aus. In diesem Fall waren die Judges sich einig. Mit 13-0 Richterstimmen geht der Sieg in die rote Ecke an Zayat Sharifi. Wow, also im Prinzip... korrektes Urteil. Ja. Diese letzten 10 Sekunden kann man eigentlich fast schon nicht stärker werten als den Rest der Runde. Ja. Also nach dem geltenden 10-Punkte-Muss-System definitiv korrektes Urteil. Ich persönlich bin ja immer ein Verfechter davon, den Kampf danach zu bewerten, wer am Ende des Kampfes besser dasteht, weil es einfach eine realistische Herangehensweise ist. Es gibt eine Reihe von Leuten, die diese Ansicht auch vertreten. So ist es aber nun mal nicht. Und dementsprechend hat Bus diesen Kampf hier verloren, gibt es keinen Unentschieden. Ja, ja. Und ein guter Sieg für Sharifi, das muss man sagen, wenn der ein bisschen an seiner Kondition arbeitet, denn so ehrlich wollen wir auch sein, Bus hat ja nur deswegen Aufwind bekommen, weil Sharifi konditionell so abgebaut hat. Also, aus dem kann was werden. Wir machen weiter im Bantamgewicht. Mohamed Makrou trifft auf Fardin Garibzadeh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 3 und den Cage betritt Mohamed Makrou.
Liebe Zuschauer, Mohamed Makrao, wie mir gerade vorhin sein Team gesagt hat, genannt Locke. Das ist der Kampfname dieses jungen Kämpfers hier vom National Fighting Team. Ja, kann man unschwer erkennen, woher dieser Spitzname kommt. Die lockige Haarpracht wallt da hervor unter der Kapuze. Und der junge Mann kommt mit breiter Brust hier in den Käfig. Zwei Siege hat er eingefahren in zwei Kämpfen und er hat ein sehr, sehr starkes Team im Rücken. Wir sehen da Head Coach des National Fighting Teams, relativ neu gegründete Mannschaft, ist Max Schwind, ehemaliger Bundesliga-Ringer, Ringer-Weltmeister, da zur Linken. Auf der rechten Seite sehen wir Lom Ali Eskiev, ehemaliger GMC-Champion, absolute Maschine, kämpft zurzeit bei einer großen internationalen Organisation. Also das ist ein Team, wenn man das im Rücken hat, dann kann man schon recht selbstbewusst in den Kampf schreiten und das tut der junge Mann hier. Ist geboren in Marokko, lebt und trainiert im NFT-Gym in Krefeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, NFT schickt seinen ersten Kämpfer hier zu uns in den Cage. Eingewogen waren es 61 Kilo heute Nachmittag, mit anderen Worten eine Punktlandung in seiner Gewichtsklasse. Das National Fighting Team ist seine Flagge. Ihr Applaus für Mohamed Locke Makrao! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe in die blaue Ecke Fadin Gharibzadeh! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Jay übernimmt die Herrschaft hier im Ring. Wir haben zwei Runden MMA und es werden zwei gute Runden auf die Jungs des Verlass. Ihr Applaus bitte für beide Kämpfer. Mohamed Locke Makrao und Fadin Gharibzadeh. Beide 20 Jahre alt, jung und hungrig. Das verspricht ein spannender Kampf zu werden. Ringfrei zur ersten Runde. Und so, los geht's. Da läuft der erste Durchgang. Und ich habe ja gerade erklärt, Gharibzadeh, der hat als Amateur schon mal zwei Kämpfe an einem Abend bestritten. Makrao allerdings auch. Der hat seine beiden Profikämpfe an einem Abend eingefahren. Im September letzten Jahres. Beide gewonnen, beide nach Punkten nach einer Extrarunde. Also der hat auf jeden Fall die nötige Kondition, die man braucht. Und auch der hat die mentale Stärke, die einem so einen Turnierabend abverlangt. Jetzt haben wir hier Clinch-Situationen zwischen beiden Kämpfern. Gharibzadeh scheint da der Stärkere von beiden zu sein, also physisch kräftiger. Nicht gegen den Underhook arbeiten, sammeln, atmen, Kopfkontrolle, Kopfposition. Coach Schotthöfer, der Trainer von Fadin, gibt hier klare Anweisungen. Switch für den Single, ja. Switch für das Single, Takedown, aber Mohamed arbeitet hier daran, das nochmal zu wenden, schafft sich hier wieder nach oben. Aber Makrao hat, wie gesagt, mit Max Schwind natürlich einen hervorragenden Ringertrainer in seiner Ecke, das hilft ihm aber auch nicht weiter, wenn er hier einen körperlich stärkeren und ringerisch ähnlich talentierten Gegner vor sich hat. Jetzt hier in der Unterlage, Gharibzadeh in der noch offenen Guard-Position. Der Kopf muss raus. Ja, Makrao versucht hier so ein bisschen mit diesem Underhook den Gegner rüber zu wuchten. Sweep kann man das fast gar nicht nennen. 3,30 noch. Allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Schön, raus mit dem Kopf. Sehr taktisches Duell hier, das vorrangig jetzt im Grappling hier stattfindet. Beide kämpfen hier um jeden Zentimeter an Kontrolle. Ja, und die Ecke von Gharibzadeh ruft ihm genau das zu, was er ja tun muss, nämlich den Kopf da rausziehen aus dieser Umklammerung, damit er arbeiten kann. Ja. Wenn er dort unten nah am Mann bleibt, dann hat er keinen Platz, um Schläge zu landen, keinen Platz, um Aufgabegriffe hier anzusetzen. Er muss den Kopf da rausziehen, muss ihn ein bisschen zumindest aufrichten. Grinden, Fadin. Das heißt, sich durchbeißen, sich durchkämpfen. Ja, und kurze Schläge, Ellbogen auch anbringen. Gut, Ellbogen sind nicht erlaubt, aber kurze Schläge anbringen. Ja, es gab eine etwas lustige Position. Das kann natürlich immer mal vorkommen bei diesen Grappling-Duellen. Das unbedarfte Auge sieht das dann manchmal ein bisschen komisch aus. Fadin hat gerade versucht, sich hier einen Fuß zu schnappen. Also Fadin, du kannst 10 Runden, hört man da aus der Ecke. Der scheint also konditionell auch perfekt eingestellt zu sein. Ja, Makrao kommt hier nicht so richtig in den Kampf. Jetzt sind 3 Minuten rum, die ganze Zeit Unterlage, kommt da auch nicht raus, versucht immer mal wieder eine Submission anzusetzen.
Und da ist der Niba-Versuch. Die haben starkes Luta Livre dort im National Fighting Team in Krefeld. Ich fahre jetzt gerade in Unterlage. Könnt ihr auf einen Heelhook gehen? Wird er auch machen jetzt. Oh, aber ja, Mohammed dreht sich hier raus. Bislang gut verteidigt. Schön, jetzt kann er hier natürlich reinhauen. Ja. Da sind die Arme ein bisschen zu kurz. Ja. Jetzt ist die Position ein bisschen besser. Muss aber aufpassen, dass er da Garibtali nicht wieder hochkommen lässt. Genau das passiert jetzt hier. Und der arbeitet schon wieder am nächsten Single-Leg. Faden wieder am Takedown-Versuch, wieder am Wurfversuch. Mohammed hat hier weiterhin den Kopf umschlungen. Das scheint wohl immer so ein bisschen die Taktik hiervon zu sein. Hol dir den Takedown, aber ich werde dann in einer guten Würgeposition sein. Oh, macht ihn lang, schön, gute Technik. Der bessere Ringer scheint derzeit Fadin zu sein. Oh, schön gemacht von Mohammed. Münzt den Wurf jetzt hier noch einigermaßen um, will hier in den Rücken hineinsteigen, aber Fadin schön zum Double Leg. Scheiße, sieht schon sehr abgeklärt aus, was er hier macht. Schon sehr profunde. Holt sich jetzt hier nochmal die Oberlage, also grappling-technisch ist Fadin derjenige, der das, also der hier die Oberhand hält. Ja, und zwar spielend einfach, muss man auch sagen. Also abgesehen von den paar Submission-Versuchen, denen er sich da erwehren musste, hält er diese Position hier wirklich total einfach. Holt sich die Mount, sehr schön, kurz vor Ende nochmal der Runde und wird hier aber wieder gedreht. Ah, das ist das, was wir heute Abend hier oft gesehen haben. Wunderbare Position geholt. Und sofort nicht wieder gehalten. Verloren. Sofort wieder verloren, nicht gehalten. Gleich der 10. Eng, halten. Und sie beenden die Runde hier direkt vor unserem Kommentatorenpult. Der Marc Ruh. Ende der ersten Runde. Diesen ersten Durchgang in der Oberlage, aber wurde hier 5 Minuten lang ringerisch dominiert. Ja. Von seinem Gegner Fardin Gharibzadeh, der einfach körperlich zu überlegen zu sein scheint. Auf der einen Seite, also kräftemäßig, auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, ringerisch einfach besser ist. Ja. Also der hat ihn da jetzt so immer wieder spielend runtergebracht, ganz ohne Probleme dort unten auch festgepinnt. Hat für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig draus gemacht. Ja, definitiv. Zu wenig Schläge, zu wenig Submission-Ansätze, aber er hat in meinen Augen hat er die Runde gewonnen. Ja, klar und deutlich gewonnen auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was Max Schwinter jetzt in der Ecke für einen Rat hat für Mohammed Makrau, dem natürlich als ehemaligen Bundesliga-Ringer da wahrscheinlich die Haare ausfallen, wenn er das hier sieht. Ja, ja, aber er scheint ganz ruhig zu bleiben. Beide Ecken, große Anweisungen gab es jetzt, so wie ich es gesehen habe, nicht. Ja, ich denke mal, Locke wird sich jetzt noch mal ins Zeug legen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Jungs haben noch hier des Weges vor sich. Ein bisschen Hilfe aus dem Publikum, bitte. Harte Arbeit auf. Ringfrei zur zweiten Runde, Second Round. Tiefer anvisieren, ja. Tiefer anvisieren. Befindet sich jetzt wieder im Rückwärtsgang, Mohammed. Fadin wechselt die Auslage. Aber den abgeklärten Striking geht jetzt hier wieder gleich an den Takedown-Versuch, indem er sich den Bodylock holt. Hat zwar keine Kopfkontrolle, also der Kopf liegt seitlich, das ist nicht sehr optimal, also suboptimal. Ja, und hat es als größerer Kämpfer eigentlich auch schwer, da irgendwie einen Double-Leg oder so zu bekommen, weil der Schwerpunkt natürlich viel höher ist als bei seinem Gegner, aber bislang hat er sich da wirklich immer sehr, sehr gut angestellt. Jetzt verteidigt Makrau hier noch gut, indem er da diesen Underhook hat und die Hände verschränkt und versucht, den Gegner so ein bisschen aufzuziehen, aber die Frage ist, wie lange? Gute Atmung, links drauf, genau. Eng bleiben. Ja, hey. Der Fadin macht das sehr gut hier. Noch 4, eine Runde. Müsste eigentlich meinen, wenn man einen so starken oder zwei so starke Ringer an seiner Ecke hat wie Mohammed, dass er dann derjenige ist, der den Kampf hier mit Ringen bestimmt. Lomalias Kiew und Max Schwind. Damit hätte ich auch total gerechnet. Also ich habe ja eingangs gesagt, jetzt kriegt der Gharibzadeh hier schon wieder so einen starken Ringer. Damit hat er sich ja beim letzten Mal, wie gesagt, äußerst schwer getan, aber dominiert hier nach Strich und Faden ringerisch. Ist natürlich jetzt für die Zuschauer nicht unbedingt der ansehnlichste Kampf, aber da muss man dazu sagen, hier passiert schon was. Das ist ein Schachspiel, Körperschach könnte man fast sagen. Denn der kleinste Fehler kann natürlich hier dazu führen, dass man zu Boden geht. Jetzt mal hier kurzer
Moment für Makrau, wo er mal ein, zwei Hände abfeuern konnte, aber sofort zurück im Clinch und sofort wird er hier wieder kontrolliert. Vom Größeren, vom Kräftigeren Garibsa. Weiter links rum mit der Hüfte. Ja, und raus. Genau. Aber zumindest bleibt Makrau jetzt hier im zweiten Durchgang stehen. Hat sich hier bislang noch nicht zu Boden bringen lassen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Zur ersten Runde. Jetzt geht Fahrin zur Guillotine. Und Fahrin befindet sich zum ersten Mal hier in einer etwas längeren Zeit am Käfig. Schönes Knie, da müssen beide aufpassen. Für beide die Tendenz da, mit dem Knie getroffen zu werden. Oh, jetzt schön getimt, aber Mohamed timt ja auch schön den Sprawl, verteidigt hier den Takedown. Versucht hier den Anaconda-Choke. Ja, da kraxelt er auch immer weiter den Rücken hinauf und der ist schon ganz tief. Muss jetzt sich allerdings in eine Position auch bringen, aus der er noch finishen kann. Genau, mehr am Boden. Im Stand wird das leider nichts, da war er ein bisschen voreilig damit. Die Würge zuzuziehen, hätte man sich darauf konzentriert, den Gegner zu kontrollieren. 2 Minuten noch. Ja, und jetzt ist natürlich Makrau auch wieder auf dem Rücken. Da wird sich, denke ich mal, das Spiel wiederholen, was wir aus der ersten Runde noch kennen. Ja. Kurzer, halbherziger Guillotine-Versuch hier, aber nichts da gewesen. Ja, aber wieder das gleiche Bild auch wirklich wie im ersten Durchgang. Garibzadi zwar dominant aus der Oberlage, aber macht nichts. Ja. Macht nichts, schlägt nicht. Schläge, ja. Versucht die Position auch nicht zu verbessern. Sitzt da einfach nur rum. Oh, schöner Kick. Das ist eine gute Strategie, gerade in dem Moment, in dem Mohamed am Aufstehen ist. Schöne Aufwärtshaken jetzt und ich glaube, Garibzadi ist da angeschlagen. Angeklingelt, ja, und Mohamed wittert hier das Finish. Kann er den Sack hier zumachen? Über eine Minute noch Zeit und Garibzadi versucht sich hier zurück in den Stand zu arbeiten. Aber hat harte Bomben genommen. Ja, Fahrin verteidigt ihn aber auch ganz gut, kommt langsam wieder ins Spiel zurück. Rettet sich hier in den Clinch. Kniestoß. Oh, und hier wieder in den Takedown hinein. Verzweifelter Versuch. Kann Makrau hier verteidigen? Das ist jetzt wichtig für ihn. Das ist die entscheidende Situation im Kampf. Wenn er es hier schaffen kann, oben zu landen, wenn er es hier schaffen kann, den Wurf zu machen, kann er die Runde noch quasi überwintern. Schlag gegen den Nacken. Wieder gegen den Hinterkopf. Da muss der Referee aber besser hinschauen. Waren jetzt 3 Schläge an den Nacken. 4. Und Fahrin ist hier schon ganz, ganz tief im Wasser drin. Ganz, ganz tief im Wasser. Herr Brandt, gefährlich für ihn jetzt hier. Er muss da unbedingt rauskommen, versucht sich hier in diesen Kniebar reinzudrehen. 30 Sekunden. Aber wird hier weiter angedeckt mit Schlägen vom Kämpfer aus Krefeld. Kämpferherz. Wow, und dann ist es natürlich entscheidend hier. Was werten die Punktrichter hier? Wie werten die den Kampf? Oh, schön, sehr schön, was Mohamed hier macht. Fahrin versucht es hier nochmal mit einem Kimura. Und vorbei. Fahrin hat hier irgendetwas moniert. Hat irgendwo hier protestiert an den Ringrichter. Ja, in so einer Situation ist es natürlich auch schade, dass die Kämpfe hier nicht auf 3 Runden angesetzt sind, so wie man das aus anderen Organisationen kennt. Denn es wäre gut möglich, dass wir jetzt hier einen Unentschieden sehen. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Gerade jetzt, wo der Kampf nochmal so eine Dynamik entwickelt hat. Ja, wie würdest du jetzt den Kampf sehen? Ja, unentschieden. Also die zweite Runde gebe ich jetzt im Prinzip an Makrau. Das Finish war einfach so stark. Ja. Und Garibzadi hat im Grunde nicht viel gemacht aus seinem Takedown, den er da bekommen hat. Ja, die erste Runde, die ging, wurde übel an Garibzadi. Also ich glaube, das wird hier ein 1:1. Das wird ein Unentschieden geben. Ja. Alles andere wäre aus meiner Sicht Quatsch. Aber man weiß es nicht. Wir sehen hier wirklich harte Treffer. Ja, wirklich bitter, dass er da nicht das Finish bekommen hat. Ja, der Referee war aber für meine Begriffe zu weit weg vom Geschehen. Warte, ordentliche Lauferei. Applaus bitte für beide Kämpfer. Mohamed Makrou, Fahrin Darim-Saleh. Schöner Kampf, vielen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, trifft ehrlich gesagt meinen Geschmack.
Es gibt Kämpfe, die verdienen verdammt nochmal keine Verlierer. Wir haben unentschieden. Ja, ja, damit war zu rechnen. Es wundert mich ohnehin, muss ich sagen, dass wir bei We Love MMA nicht öfter unentschieden sehen. Denn wenn du zwei Runden hast, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass einer die eine Runde gewinnt, der andere die andere. Und dann hast du halt einen Unentschieden. Das sehen wir sehr, sehr selten. Gott sei Dank, muss man sagen. Ich bin kein großer Fan von Unentschieden. In dem Fall hier aber natürlich absolut gerechtfertigtes Urteil. Wie willst du das sonst auch werden? Ladies and Gentlemen, Tipp von mir. Lassen Sie die Kämpfer nicht in der Stelle gehen, haben die nicht verdient. Großen Applaus für beide Jungs. Mohamed, Radin. Hier hole ich jederzeit wieder. Ja, und wir haben es gerade gesehen. Es geht weiter im Catchweight, also in einer Zwischengewichtsklasse zwischen dem Welter und dem Mittelgewicht. Jetzt geht der Verschluss auf. Macht ihn wieder zu. Florin korrigiert wieder die Position. Erster Tap. Erster Tap. Und er kommt in Armbar rein. Und er tappt da. Oh Mann, durch die Submission gewinnt der Boxer. Jenny Barrier. Jetzt ist er unter Kinn. Jetzt ist er unter Kinn. Und dann ist der Tapp. Ladies and Gentlemen, willkommen zu Kampf Nummer 4 und den Cage betritt Leimonas, rufe ich in die blaue Ecke, Jakub Marek. I got this, yeah. Und der nächste Kämpfer vom Guardian Gym, dem gleichen Gym, dem auch Alex Buss angehört, Jakub Marek, 76 Kilo schwer, heute Mittag auf der Waage. Ja, feiert hier, soweit ich das nachvollziehen kann, sein Profidebüt. Ist also ein vergleichsweise noch unbeschriebenes Blatt. Auch er hat Robert Nossol in seiner Ecke und will natürlich ein besseres Ergebnis heimbringen als sein Teamkollege, den wir da im Hintergrund noch sehen. Alex Buss, der hier heute eine Punktniederlage eingefahren hat. Und in letzter Sekunde fast noch gewonnen hätte. Ja, das wäre wirklich ein Highlight gewesen heute Abend, wenn er den Kampf noch gedreht hätte. Mal schauen, ob sein Teamkollege Jakub Marek besser macht. Im Cage angekommen und zu meiner Linken, ausgestattet mit einer großen Reichweite, harten Händen und der weiß, beides zu gebrauchen. 75,6 Kilo beim Einwiegen, der Mann vertritt das Guardian Gym. Ihr Applaus für Jakub Marek! Meine sehr verehrten Damen und Herren, neuer Referee im Ring, Gerd übernimmt das Zepter, erfahrener Mann, das sind die Jungs in besten Händen. Zweimal fünf Minuten soll es laufen, die Unified Rules sind es und wir haben zwei großartige Kämpfer hier drin. Leimonas Mokkas und Jakub Marek. Die Nervosität von Leimonas hat sich ein bisschen abgeschwächt hier, der war am Anfang, ist er noch ganz arg umhergegangen. Jetzt hat er sich ein bisschen gefasst. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe einige Male mit Leimonas schon trainiert. Mal sehen, was er hier im Käfig zustande bringt. Kann losgehen. Ring frei. Runde 1. Sieht extrem konzentriert aus. Leimonas Mokkas.
wie er da in seiner Ecke steht oder aus der Ecke herauskommt. Hohes Tempo von Beginn an hier von Jakub Marek. Die Hände auch weit unten bei den Kicks. Ja. Und oh, fängt sich da auch schon die erste rechte oben rüber über die nicht vorhandene Deckung. Und direkt in die Side Mount hinein. Gut gemacht von Lajmonas Mokus. Ja, in die Half Guard. Das hätte er auch etwas besser verteidigen können. Hat zu leicht das linke Bein aufgegeben. Wenn man hier das eine Bein von sich, von den beiden Beinen des Gegners umklammern lässt, ist das immer schlechter, als wenn man an seinen beiden Beinen vorbei ist. Dann ist nämlich keine Kontrolle da. Lässt ihn wieder aufstehen. Lajmonas möchte es wohl im Stand ausfechten. Ja, und ich wage jetzt hier auch mal die Prognose, dass der Kampf hier, glaube ich, nicht über die Zeit geht. Also das sieht man schon an den Bewegungen von Lajmonas Mokus, dass der... Oh, ja, okay. Dass der hier doch eine Stufe besser ist als sein Gegner, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sagen. Oh, da landen schon die ersten langen Hände am Käfig. Schön, doppelte linke und dann die rechte hinterher und die hat echt präzise eingeschlagen. Ja, und ich glaube, Marek hat jetzt auch schon eine gehörige Portion Respekt nach diesem Lowkick und nach diesen zwei, drei rechten Händen. Schön abgekontert. Boom. Wieder direkt in die Side Mount. Also bislang absolut dominant hier Lajmonas Mokus. Ich habe jetzt gerade bei den Jabs irgendwie total Dennis gesehen. Also diese Jabs, um einfach die Distanz zu überbrücken oder einfach um die Distanz zu halten, das ist sehr so auch wie Dennis kämpft. Also aus der Erfahrung. Ja, Dennis Siever, hervorragender Kickboxer ja gewesen, auch vor seiner MMA-Karriere, der auch im UFC-Käfig sehr, sehr häufig mit Kickbox-Techniken überzeugt hat. Und jetzt steigt Mokus hier spielend in die Mount-Position auf. Ja, und da naht dann auch bald das Ende, würde ich jetzt einfach mal sagen. Arbeitet sich hier zum Käfig noch ein bisschen heran. Also gerade eben hat er es noch versucht, dort in die Ecke zu wandern. Lajmonas Mount-Position, hält jetzt die auch. Schafft hier schön Platz, um auszuholen und zu schlagen. Und dann sucht er sich seine Treffer hier auch aus. Also ballert da nicht einfach nur wild drauf los, sondern sucht Lücken. Ja, und hat dann noch über zwei Minuten Zeit. Oh, Tap out, Tap out. Das war ein Tap, das war doch ein Tap. Oh, Referee. War schon dreimal getappt. Ja, das war ein Tap out. Man kann eben nicht nur in Aufgabegriffen abklopfen, sondern natürlich auch, wenn es einem zu viel wird, wenn diese Schläge zu viel werden. Ja, und Lajmonas hat hier ein Feuerwerk abgelassen. Im Prinzip genau das eingetreten, was ich auch gesagt habe. Das Ding wird hier nicht über die erste Runde hinausgehen. Denn das war wirklich ein Klassenunterschied, den man direkt gesehen hat, an den Bewegungen schon von beiden Kämpfern gesehen hat. Also Jakub Marek hier, hoch erhobenes Kinn, tiefe Deckung, sehr, sehr wilde Aktionen, reingesprungene Kicks und so. Und Lajmonas Mokus auf der anderen Seite abgeklärt, locker. Ja, sehr gut gemacht und ich glaube, das ist ein junges Talent, auf das wir definitiv mal schauen sollten. Hat jetzt hier den zweiten Sieg eingefahren nach 2 Jahren Pause. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht wieder 2 Jahre Pause macht, denn bei dem jungen Mann hier könnte ich mir vorstellen, dass der einer wäre. Also immer ein Applaus, wenn wir von alleine wieder aufhören. Erstmal weit bringt. Immer. Das ist wahr, ja. Ja, und da sieht man, da hat Jakub Marek schon zweimal getappt. Da war der Referee nicht nah genug am Geschehen dran. Ja, ärgerlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Referee Stoppage in der ersten Runde nach 2 Minuten 17 Sekunden. Grund dafür war ein heftiges Ground und Pound. Der Sieg geht an den Mann vom Kibuchu von der Fight Fabrik, geht nach Mannheim an Lajmonas Mokus. Lajmonas Mokus. Und wir haben hier gleich als nächstes im Käfig das Weltergewichtsduell von Bild sucht den neuen deutschen MMA-Kämpfer Said Aini gegen Chris Mach. Die machen jetzt das zweite Halbfinale. Und lauten Applaus, lassen Sie die Jungs nicht in der Schiller gehen, haben Sie nicht verdient. War ein hartes Stück Arbeit, vielen Dank dafür.
Also, das war doch ein spektakuläres Finish und spektakulär geht es weiter hier bei We Love MMA 46, denn wir kommen jetzt zu unserem zweiten Halbfinalkampf des großen Nachwuchsturniers hier bei We Love MMA. Wir suchen ja seit vergangenem Jahr schon Deutschlands nächsten großen MMA-Fighter exklusiv in Zusammenarbeit mit Bild.de. Und heute gibt es, wie gesagt, das zweite Halbfinale. Einen Halbfinalisten haben wir schon, den haben wir letzten Monat in Berlin ermittelt. Heute finden wir den zweiten. Und das große Finale gibt es dann im nächsten Monat, am 23. März in Düsseldorf bei We Love MMA 47. Und wer hier heute um den Finaleinzug kämpft, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich bin Saideni, ich komme aus dem Iran. Ich freue mich, hier zu sein. Ich trainiere Kickboxen bei Jürgen Schnell. Ich bin Christian Wacht, 20 Jahre alt, komme aus Ringsburg, trainiere in der Fight Fusion Academy und habe mich auf den Bildkampf mit täglichem harten Training in der Fight Fusion Academy vorbereitet. Ich werde neuer Bild-Champion, weil ich kämpfe mit Herz, mit Leidenschaft und mit allem, was ich habe und gebe alles für diesen Kampf und für diesen Gürtel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um das Ding wird es gehen und ich rufe zwei Kämpfer rein, die sich die meiner Meinung nach zweifelhafte Ehre erwerben dürfen, gegen Herrn Erkelic antreten zu dürfen. Na gut, wenn Sie es unbedingt wollen. Der erste Mann betritt den Ring. Ihr Applaus für Said Aini. Ja, Said Aini, der erste Duellant hier in diesem Halbfinale, in dem es um diesen wunderbaren Bildgürtel geht hier. 77 Kilogramm, kommt von Kickboxen Meggesheim. Ein iranischer Flüchtling, dem ich vorhin im Käfig ein paar deutsche Sätze eingebläut habe. Denn er spricht noch absolut gar kein Deutsch. Und hast du ihm denn für Sätze eingebläut? Hallo, ich bin Said Aini. Ah, okay. Ich komme aus vom Kickboxen Meggesheim und ich bin froh, heute hier zu sein. Ja, er bemüht sich, die deutsche Sprache zu erlernen. Ich hoffe, er bemüht sich auch hier um den Sieg hier. Naja, da scheinen die Bemühungen ja bislang noch nicht besonders von Erfolg gekrönt zu sein, wenn er noch gar keinen einzigen Satz kann, denn der junge Mann ist ja schon ein paar Monate hier. Wir haben ihn schon mal gesehen sogar bei We Love MMA, nämlich im September letzten Jahres. Da hat er sein We Love MMA-Debüt, sein MMA-Debüt auch hier in Deutschland gegeben. Bei We Love MMA 41 in Stuttgart war das sogar, also bei dir um die Ecke. Hat diesen Kampf durch TKO allerdings verloren in der ersten Runde und hat jetzt dieses Casting, diese Bild-Turniermodus hier genutzt, um nochmal anzugreifen. Also für alle, die nicht wissen, worum es hier geht, wir haben einen Casting-Aufruf gestartet. Kämpfer konnten Videos von sich einsenden und wir haben aus Hunderten von Einsendungen in einer Jury die besten Bewerber ausgewählt, die jetzt hier im Turniermodus gegeneinander kämpfen. Einen Kämpfer haben wir schon ermittelt. Heute gibt es den zweiten. Beide treffen im Finale aufeinander. Klassischer Stand-Up-Kämpfer, harte Hände, schnelle Hände, solide Kicks. Wir werden sehen, ob er es durchkriegt, aber da ist der Mann Experte. Er vertritt das Kickbox-Team aus Meggesheim, Said Aini! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe in die blaue Ecke Chris Mach! Chris Mach, sehr interessanter Charakter. Ich habe ihn vorhin zum ersten Mal kennengelernt. Ich kenne auch seinen Trainer Jan. Meine Damen und Herren, Jay hat die Ehre, den Kampf zu schießen. Wir sind im Weltergewicht, weil darum geht's ja. E-Contender heute und mal sehen, wer es weiter schafft. Said Aini und Chris Mach! Ja, und wir sehen hier Said Aini, der ältere und der kleinere Kämpfer. Also auf dem Papier, 5 cm sogar kleiner, auf dem Papier der Außenseiter. Wie sich das Ganze in der Realität darstellt, das sehen wir in wenigen Augenblicken. Ringweit zur ersten Runde, First Round. Und Chris Mach versucht ja gleich den Käfig Mitte zu behaupten. Ja, und versucht hier vor allen Dingen direkt mit dem Kick zu eröffnen. Das ist jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, auch wenn es erlaubt ist. Da klatscht es schon. Said Aini aus der Ringernation Iran. Boom. Wirft ihn hier. Aufpassen, dass er nicht gleich in einer Guillotine landet. Oh, hier sehe ich schon die Triangle-Ansätze. Ja, aber ist natürlich ein kurzer, kompakter Typ, relativ schwer zu kontrollieren auch am Boden und kann natürlich auch eine Menge Kraft generieren hier. Sieht auch kräftig aus, aber hier die Triangle, die ist schon, die wird schon von ganz weit außen her geschrien.
Hat auch den Arm den weit, Arm wieder da unten stehen. Vorne, ja. Ja, lässt den Arm weit vorne stehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich nicht darüber bewusst ist, dass das gefährlich für Würger oder Armhebelattacken ist. Eigentlich das Erste, was man lernt. Ja, im Jiu-Jitsu auf jeden Fall. Ja. Arm hier haben wir den Steine noch schon drin. Ja. Ja, der sitzt auch noch nicht ganz, aber macht schon ein bisschen Druck hier. Ja, Chris Mach wird das Ding jetzt wohl hier zumachen. Ja, sieht so aus. Müsste da ein bisschen nachjustieren, ganz einfach. Nochmal am rechten Fuß, am linken Fuß ziehen. So, der rechts rausguckt. So. Said Eni, den interessiert das irgendwie gar nicht hier. Tap out. Ja, tap. Also, das ging sehr, sehr schnell. Es war ein vergleichsweise teuer erkaufter Sieg, denn er hat eine kleine Platzwunde und eine kleine Schwellung unter dem rechten Auge. Aber ja, ich glaube, die nimmt er gern mit. Nimmt er gern mit, er hat doch gesagt, er opfert alles für den Sieg. Für diesen Sieg und damit haben wir ja, genau, unseren zweiten Finalisten gefunden, der am 23. März, also im nächsten Monat bei We Love MMA 47 dann in Düsseldorf, auf Ismail Akilic treffen wird. Finale. Heyo. So ist es. Coach Jan Zander macht das natürlich glücklich hier. Ja, und ich sag mal, das sind jetzt natürlich tolle zwei Wochen gewesen für seinen Schützling Christian Mack, der jetzt hier zwei Siege in zwei Kämpfen geholt hat, in seinen ersten beiden Kämpfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kampf war kurz, der Kampf war heftig und es darf laut geklatscht werden. Said Eni und Chris Mack. Oh, Chris Mach hier nimmt wirklich einige Narben mit. Aber da lächelt er trotzdem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben offizielles Urteil. Wir haben Referee Stoppage by Tap Out. Eine gerade kombinierte Technik, eine Armbar. Letztendlich entscheidend war aber der Triangle Choke. Gedauert hat es 1 Minute 10 Sekunden in der ersten Runde. Der Sieg geht an Chris Mach. Herzlichen Glückwunsch. Herr Said Eni leider zu hitzköpfig da gewesen, hat einen guten Takedown gelandet, hat das alles richtig gemacht. Aber dann da unten, du hast es vollkommen richtig gesagt, der kommt da in diesen Triangle rein und stürzt sich überhaupt nicht dran, macht einfach weiter wie bisher. Das geht natürlich nicht. Also er ist scheinbar ein ganz guter Ringer, aber hat da noch Nachholbedarf, was das Thema Grappling und ja, Submission Wrestling angeht. Also Aufgabe ringen, das ist offensichtlich noch nicht so ganz seins. Wir kommen zum nächsten Kampf, ein Duell im Weltergewicht zwischen dem jungen Mann Mike Druschke und Salarkia Assam Sangede aus München. Also wieder ein Lokalmatador, das gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen das halbe Dutzend voll, machen den Deckel drauf und die erste Halbzeit beschließt Mike Druschke. Der hier neulich erst um den Titel gekämpft hat. In die blaue Ecke rufe ich den Jungen aus der Gegend, Sali Azam. Und Kevin Hanks, der heute den Titelkampf bestreiten wird. Also sehr, sehr starkes Team, FSS Heidelberg. Meine Damen und Herren, Gerd hat die Augen wieder drauf. Wir haben hier zwei Kämpfer, die beide mit ihren Fäusten umzugehen wissen. Ich tippe mal auf ein vorzeitiges Ende. Ladies and Gentlemen, Ihr Applaus. Jetzt kommt für Erwachsene Sali Azam und Mike Druschke. Applaus.
Ein Name wie ein Zungenbrecher und ein Kampfstil wie ein Knochenbrecher, so wurde es mir gesagt. Ringfight zur ersten Runde, First Round. Mike Druschke wirkt sehr abgeklärt hier. Ja, sehr, sehr locker im Gegensatz zu Sangene, der extrem entschlossen hier reinschaut. Der Wager hat auf jeden Fall schon mal den Body Contest gewonnen, das haben sie irgendwie heute alle einstimmig gesagt. Oh, Sarak. Hier trischt hier schnell nach vorne, sehr aggressiv. Sehr, sehr bewegliche Führhand, findiert da recht viel. Und Kick. Hüftwurf. Ja, das war nicht dynamisch genug. Wurde da recht leicht verteidigt von Druschke, der sehr, sehr beweglich hier ist. Ja. Tänzelt hier auf den Ballen. Ja, sehr der Bouncing Step. Versucht immer rein und raus zu gehen. Sarak hier ist der eher statischer. Oh, High Kick. Ja, da schüttelt Sangane den Kopf. Der aber noch hinterher. Druschke. Der hat gesessen. Ja. Oh, schön hat die noch mal gedreht, bevor es an den Käfig ging. Druschke verteidigt den Takedown. Sarak hier geht zum Single-Leg. Und Kopf ist relativ hoch. Schön von Druschke, kommt hier wieder auf die Beine. Sarak hier bleibt hier bissig wie ein Hund. An dem Bein fest. Und hier den Griff hatten wir heute schon mal gesehen. Von Mohamed Locke Makrao. Druschke versucht sich hier an der Guillotine. Verteidigt jetzt aber wieder. Und Sarak hier will hier den Takedown holen. Der will den Kampf in den Boden bringen gegen Druschke. Gefällt mir auch sehr, sehr gut dafür, dass er hier heute seinen ersten Kampf bestreitet. Also das muss man nochmal unterstreichen. Dafür ist er sehr, sehr abgeklärt. Macht sehr, sehr viele Dinge richtig. Natürlich auch ein paar Sachen falsch, aber das ist ja ganz logisch. Deswegen steht er am Anfang seiner Karriere. Also bislang sehr, sehr interessantes Duell hier. Zwei ja wirklich ebenbürtiger Kämpfer. Du hast es vorhin schon gesagt, man weiß immer nie, ob es tatsächlich der erste Kampf ist. Das ist natürlich vollkommen richtig. Allerdings muss man sagen, der junge Mann hier lebt in Deutschland. Da lässt sich das vielleicht noch leichter nachvollziehen als bei Leuten, die aus Afghanistan oder dem Kaukasus hier herkommen und hier antreten. Aber natürlich vollkommen richtig, man weiß ja nie, was da irgendwo abseits der offiziellen Bilanzen gelaufen ist. Das ist vollkommen korrekt. Und, schön, gutes Duell hier. Jetzt zum Bodylock. Druschke holt sich hier die Körperumklammerung. Sarak hier bewegt sich wirklich sehr gut, steht hier sauber. Das sieht schon sehr fundiert aus. Ja, eine Sache, die wir von Sangene auf jeden Fall wissen, ist, dass er vor seiner MMA-Karriere verschiedene andere Kampfsportarten ausprobiert hat, auch auf Wettkampfniveau. Das heißt, daher wahrscheinlich auch ein Teil seiner Abgeklärtheit, seiner Versiertheit und auch seiner technischen Sauberkeit zu großen Teilen. Jetzt hier wieder zurück im Clinch. Oh, schönes Knie zum Kopf hier von Sarak hier. Schön gemacht, aber nichtsdestotrotz bislang in der ersten Hälfte dieser ersten Runde Vorteile aus meiner Sicht bei Druschke. Mhm. Vom Fit, Strong, Safe Heidelberg. Er verteidigt bisher noch sehr gut den Takedown. Frag mich, wer da zuerst einbrechen wird. Wird Sarak hier einbrechen und sagen so, ich krieg diesen Druschke nicht auf den Boden? Oder wird Sarak hier ihn irgendwann doch mal auf den Boden kriegen und Druschke das akzeptieren? Ja, zumal oh, da haben wir den Takedown. Sangene eigentlich ganz gut angefangen hat, auch im Stand. Also sehr, sehr beweglich war, viel fintiert hat. Ich weiß gar nicht, warum er sich jetzt so sehr hoch und hier auf die Guillotine springt. Takedown die Guillotine hier versteift. Ja, aber der Winkel stimmt nicht ganz. Oh, Druschke kommt nach oben hier wieder. Immer noch in der Guillotine drin. Geht jetzt selber zum Angriff über. Derjenige, der gerade versucht wurde, zu Boden gebracht zu werden, versucht jetzt hier schönes Knie. Hinterher. Eine Minute noch. Druschke wieder im Clinch und versucht hier wieder mit den Knien. Schön. Ah, Druschke holt sich hier wieder ein bisschen das Oberwasser. Ja, auf jeden Fall. Hat jetzt hier in der Schlussphase dieser ersten Runde wirklich hervorragende Treffer gelandet. Oh, Uppercut. Und Sangene muss aufpassen, dass er davon nicht zu viele nimmt. Ja, der scheint schon etwas erschöpft zu sein, ja. Aber schwingt immer noch hartes Leder hier. Kann natürlich auch die Aufregung sein, die da mitspielt. Da ist der
Sauerstofftank dann doch noch schneller leer, als wenn man da ein bisschen lockerer rangeht an die Sache. Jetzt muss er aufpassen, dass er ja nicht in der Triangle landet. Triangle. Oh, die Triangle ist drin. Begibt sich da frei, guck ich noch mal rein, aber er ist fast richtig draußen. Tief drin, 30 Sekunden, holen wir hier noch das Finish hier. Ich Herr glaube, Druschke. Das könnte klappen hier, das sieht sehr schön aus. Und das war's. Oh. Oh, was für ein, was für ein Hin und Her. Starkes Finish von Druschke. Ja, und doof gemacht von Sangine, der ja im Prinzip schon raus war aus, aus dem Triangle Choke und sich selbst wieder reinbegibt. Also, dass wir das sich mit Sicherheit hinterher auf Video anschauen und sich selbst in den Hintern beißt. Ja, vor allem sein Trainer Sergio Zimmermann ist eigentlich selber dafür bekannt, eine sehr starke Guard-Position zu haben. Oh, das ist schade, aber naja. Wow, stark. Gut gefinisht hier von Druschke. Comeback ist gelungen. Nach beinahe 4 Jahren nicht mehr im Käfig beendet er hier sein Comeback mit einem Triangle Choke. Und sah auch sehr gut aus. Das Boxen war sauber. Ja. Schöne Hände drin gehabt. Schöne Knie auch drin gehabt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich habe von Traditionen gesprochen. Die haben wir hier drin. Es gibt immer einen Applaus für beide Kämpfer. Und wenn der Kampf besonders gut war, und meiner Meinung nach war er besonders gut, applaudiert man den Kämpfern im Stehen. Mike Druschke, Sali Azam. Wow, Mike Druschke kann hier wirklich voller Stolz beide Hände hochheben. Das war ein gut geführter Kampf, gut geführtes Comeback und ein wunderbarer Sieg. Toll, Stimmung hier in der Halle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil lautet: Nach 4 Minuten 33 Sekunden über den Triangle Choke und Tap-Out. Der Sieg geht an den Mann aus Heidelberg, Mike Druschke. Ladies and Gentlemen, ich rufe eine kurze Pause aus. Konzentrationseinbußen durch Harndrang. Geben Sie mir ein bisschen raus, geben Sie mir ein bisschen Zeit, gehen Sie einen rauchen, trinken Sie ein Bier. 21:10 geht es hier weiter mit Kampf Nummer 7. 21:10, wir halten Wort, seien Sie pünktlich. Bis gleich. Ja, also wir haben es gehört, gibt eine ganz kurze Pause, bevor wir hier wieder zurück sind mit den Hauptkämpfen von We Love MMA 46. Geht nach draußen, geht an den Merchandise-Stand, schaut euch um, was es da gibt. Es gibt eine ganze Menge schöner Dinge dort zu holen. Und einen Hinweis gebe ich euch noch mit in die Pause. We Love MMA kehrt zurück nach München im nächsten Jahr. Am 14. März sind wir wieder hier im Olympiapark in München. Tickets dafür gibt es schon jetzt mit 15% Early-Bird-Rabatt. Also, kleiner Tipp für Sparfüchse, wenn euch das gefallen hat, was ihr heute seht, geht auf welovemma.de, holt euch die Tickets fürs nächste Jahr mit 15% Rabatt. So, wir sind gleich wieder da, 21:10 geht's weiter, bis dahin. In die zweite Hälfte. Die Kämpfer sind bereit. Kampfgericht hat seine Plätze eingenommen. Es fehlt noch eins. Ist das Publikum fertig für Runde 2? Okay. Dann soll es so sein. Ich rufe hier zu uns in den Cage Ismael Foscarini. Ecke Zafar Mosin. Ja, sympathischer Typ auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, zu meiner Rechten. Die blaue Ecke hat einen Besitz genommen beim Einwiegen. 74,8 Kilogramm Punktlandung im vereinbarten Gewicht. Seine Ausbildung hat er vom Kiboyo Team, respektive von der Fight Fabrik aus Mannheim. Zafar Mosin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen in die Main Card. Kampf Nummer 7 wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Firma Gassiheld. George Rochling, vielen Dank für den Support. 2 Runden. Unified Rules of MMA. Gerd ist sehr unparteiisch und ich wünsche viel Vergnügen mit Ismael Foscarini und Zafar Mosin. Ja, wir haben es hier gesehen. Mosin 8 Jahre älter. Das ist natürlich eine ganze Menge. Verzeihung, Foscarini.
mit seinen 32, Mosen mit 24 noch im besten Alter. Soll keinesfalls beleidigend wirken, aber diese Afghani sehen halt so alt aus und sind noch so jung. Naja, wenn man überlegt, was da viele von ihnen hinter sich haben, wenig überraschend. Ja. Um nochmal bis auf die Schlagkraft vom Zafar Mosen einzugehen, der damit einen Pushkick zum Gesicht den Kampf eröffnet. Dann vielleicht nochmal eine Zahl, die sicherlich auch für offene Münder sorgt. Der hat von seinen bislang 5 Kämpfen einen durch K.O. gewonnen und das nach 29 Sekunden des Kampfes. Also der ist auf jeden Fall von Beginn an gefährlich. Und die sind genau jetzt vorüber. Also das hat Foscarini schon mal geschafft. Wir sehen aber einen sehr, sehr selbstbewussten Foscarini hier. Käfig Mitte, fintiert sehr, sehr viel. Und man muss sich ja mal vorstellen, was in dem Kopf eines Kämpfers vor sich geht, wenn man 10 Niederlagen hat, ein Unentschieden, noch nie gewonnen und dann gewinnt man plötzlich durch Knockout mit einem Spinning Heelkick. Da muss doch was passieren im Kopf. Aber jetzt ist er hier schon wieder in einer sehr, sehr schlechten Situation. Der Kick, der ist ein bisschen daneben gegangen, hat er sich hier zu Boden ringen lassen. Zafar Mosen hat, so wie ich das spüre, ein Judo-Background. Also wann immer ich mit ihm trainiert habe, waren immer Judo-Würfe so seine Spezialität. Oh, sehr schön gemacht von Muscarini. Fußstreckhebel fallen lassen. Ja, und jetzt könnte Zafar Mosen, Fußhebel ist auch nicht schlecht von ihm. Ja, und jetzt haben wir Mosen hier in der Halfguard. Natürlich denkbar schlechte Position für Ismail Foscarini. Da will er definitiv nicht hin. Gegen den starken Mannheimer. Foscarini, eigentlich aus Turin in Italien, lebt jetzt in Zürich. Das haben wir gehört. Trainiert dort im Team Strike Zone. Und kämpft auch überwiegend dort in der Schweiz, in Italien, im, ja, ich sag jetzt mal, romanischen Raum. Ja, Zafar Mosen versucht hier immer wieder mit dem linken Schienbein über die Hand bzw. über den Unterarm von Muscarini zu steigen. Hier versucht das gleich nochmal wahrscheinlich. Hat damit aber nicht so großen Erfolg gehabt. Was er damit bewirken möchte, ist, dass er den Arm von Foscarini einklemmt, sodass er eine weitere Hand weniger hat, um die er sich kümmern muss. Wunderbar effektive Taktik. Ja, und Zafar Mosen ist schon ganz stabil oben in der Oberlage. Ja, Muscarini versucht sich hier an einem Sweep, greift sich hier das Bein. Oh, sehr schön passiert hier von Mosen, der jetzt hier in der Sidemount sich befindet. Ja, und wirklich sehr, sehr gut kontrolliert hier von oben, seinen Schwerpunkt gut setzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Foscarinis Versuche, sich hier rauszubefreien, sind jetzt auch überschaubar. Da gelingt und jetzt es ist jetzt der Arm gesperrt, wie du es erklärt hast, Sascha. Ja. Das ist eine sehr unangenehme Position. Ich mache das selber sehr gerne. Das ist einfach, manchmal bricht man die Leute damit einfach. Und jetzt guck mal hier, kann die ganze Zeit mit der linken Hand draufschlagen, ohne dass, ja, sollte er weitermachen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also lässt er ein bisschen zu sehr nach für meinen Geschmack. Kann da ruhig reinhauen. Ja. Denn dann ist der Kampf hier, glaube ich, auch vorbei. So großartig verteidigen tut sich Foscarini hier nämlich gar nicht. Ja, und es bricht ihn vor allem auch. Es ist so diese Hilflosigkeit, einfach sich so einem stärkeren Gegner, der auch noch in der Oberlage, aus der Oberlage herausschlägt, sich ausgeliefert zu fühlen. Da brechen einige Leute zusammen. Das haben wir vorhin zum Beispiel im Duell Naimonas Mukus gegen Jakub Marek gesehen. Das könnte hier sich nochmal wiederholen. Ja, entweder brechen sie zusammen und geben einfach irgendwann auf, oder sie werden so wütend, dass sie unachtsame Aktionen bringen, nicht mehr groß nachdenken und dann umso gefährdeter sind, im Rennen genommen zu werden. Wer sich noch an die Straßenkampflegende Kimbo Slice erinnern kann, der hat mal ähnlich verloren, und zwar gegen Roy Nelson. Ja. Oh, sehr schön. Foscarini kommt nach oben. Gott hab ihn selig, den jungen Mann, Kimbo Slice. Da, der Judo-Wurf von Zafar Mosen. Ja, ist leider viel zu früh verstorben, aufgrund von Herzproblemen. Ja. Kann man natürlich spekulieren, woran das liegt. So alt war der ja noch nicht. Just. Dafür war er sehr, sehr muskulös. Ja. Aber gut, wollen wir da nicht zu weit drauf eingehen. Hat dem Sport auf jeden Fall viele neue Fans beschert. Ja. War auch ein sehr respektabler Mensch, so, was jetzt seine Straßenkämpfe wohl nicht so vermuten lassen. Aber wenn man sich die Reality-Show The Ultimate Fighter angeguckt hat, wow, sehr schön von Zafar Mosen. Jetzt legt Mosen hier richtig los. Schafft er es hier vielleicht sogar noch einen vorzeitigen Sieg zu holen in der ersten Runde oder geht das hier in den zweiten Durchgang? Scheint hier so ein bisschen an einem Arm-Triangle, ja, an einem Side-Choke zu arbeiten, aber dafür fehlt noch ein bisschen die Zeit und das linke Bein ist noch gerade sagen, muss er das Bein rausziehen? Andrew, go outside. Go outside. With the left hand.
10 Sekunden. Zafar Mosin hatte diese erste Runde ja sehr klar dominiert in meinen Augen. Schöner Abkick. Oh, das war aber ein illegaler Tritt. Hat er zwar nur jetzt die Hand touchiert. Hat er Glück gehabt. Na gut, die Hand darf er ja im Prinzip sogar treffen. Aber hat er Glück, dass er jetzt nicht den Kopf trifft. Denn wenn Foscarini dann schlau ist, dann lässt er sich nach unten fallen, spielt ein bisschen Theater und, dann wird das hier eine Disqualifikation für Mosin. Aber nicht passiert. Jetzt schauen wir nochmal die Highlight-Szene dieses ersten Durchgangs an. Im Prinzip ein Durchgang, den Mosin komplett kontrolliert hat. Dieser High-Kick hier, zwar auf die Deckung, aber das ist ja trotzdem ein brachialer Treffer. Foscarini ist gar nicht so technisch unbeschlagen, wie sein Rekord vermuten lässt. Also klar, jetzt Zafar Mosin hat ihn jetzt hier stark kontrolliert gehabt, aber er weiß schon so ein bisschen, was er zu tun hat. Zafar Mosin ist einfach besser. Als er. Deswegen frage ich mich, gegen wen dieser Rekord dann halt eben produziert wurde. Ich habe großen Respekt vor Kämpfern, die so etwas... Also ich glaube, Zafar hat da jetzt nicht groß drüber nachgedacht, als er ihn gekickt hat. Er würde jetzt hier wahrscheinlich auch ermahnen vom Schiedsrichter. Aber ich habe Respekt vor Kämpfern, die so Situationen erkennen. Als Foscarini aufgestanden ist, hat Zafar Mosin die Möglichkeit gesehen, einen Tritt zu landen, der augenscheinlich gegen den Kopf gehen sollte. Aber wenn er ihn gegen den Körper timet, ist das ein wunderbarer Treffer, der unvorhergesehen kommt. Zweite Runde. Zafar Mosin... Eine Rechtsauslage. Foscarini etwas verhalten hier. Die Hände auch weit unten. Wirkt etwas nervöser, obwohl er hier gerade Druck machen möchte. Macht aber nur keinen Druck mit Schlägen. Und Zafar Mosin schön getimed. Aber mit hier wieder Judo-Würfe. Ja. Das ist das, woran mich hat, wieso ich daran gedacht habe, dass er einen Judo-Background hat. Diese Hüftwürfe von ihm sind sehr stark und sehr gut getimed. Und jetzt steigt er gleich hier mit dem ganzen Bein drüber. Gleiche Situation oder ähnliche Situation wie in der ersten Runde. Da hat er ihn ja bereits in der ersten Runde gut dominieren können. Jetzt ist er genau in unserer Ecke. Mount-Position, fast die Mount-Position, Neon Belly. Und hängt direkt hier wieder am Mann, Zafar Mosin. Lässt sich hier jetzt wieder in den Fußhebel fallen. Das hat er in der ersten Runde auch schon mal versucht. Jetzt hat er hier aber eine bessere Position. Foscarini streckt hier den Fuß durch. Das ist ein gerader Fußhebel. Das ist schon schmerzhaft zum Teil, aber man... Oh, das ist ein Heel-Look hier von Foscarini. Das ist wesentlich gefährlicher, weil der geht auf das Kniegelenk. Und das ist sehr, sehr viel schmerzvoller. Und vor allem auch die Verletzung ist sehr viel fataler, denn da können Kreuzbänder Innenmeniskus, Außenmeniskus reißen. Und da geht hier, Foscarini hat sich ein bisschen wohl angefreundet hier mit dieser Position oder mit dieser Möglichkeit hier den Kampf auf diese Art zu beenden. Aber Zafar Mosin entschwindet hier, setzt sich einfach drauf, Arschbombe. Ja, kann man machen. Hat jetzt natürlich wieder eine denkbar gute Situation und noch 3 Minuten auf der Uhr, um da ein paar Bomben nochmal reinzuknallen. Foscarini hat eigentlich gar nicht mal so schlechte Möglichkeiten, jetzt hier aufzustehen. Er hat rechts den Underhook, aber ihm fehlt einfach die Kraft oder das Wissen, das jetzt durchzuziehen. Ja, genau, jetzt kommt er wieder auf den Ellbogen hoch. Zafar sollte immer schauen, dass er ihm den Ellbogen, die Stütze wegnimmt, denn dann kann er ihn am Boden halten. Und das macht er hier auch ganz gut. Immer wieder kleine Schläge, steigt hier durch. An den Beinen vorbei, die Beine von Foscarini sind hier absolut nicht im Weg. Und Mosin, das muss sehr frustrierend sein für Foscarini. Immer wieder Schläge. Es sind keine harten Schläge, aber es ist einfach nervig. Was soll man sagen? Zafar macht einen guten Job. Ja, er tut im Prinzip alles genau das, was er tun muss. Er macht alles richtig. Gibt die Position hier nicht auf, sitzt da sehr, sehr stabil im Sattel sozusagen, im Sprichwörtlichen. Und landet da einfach immer wieder diese kurzen Treffer. Das sind jetzt nicht die ganz großen Bomben, aber die summieren sich natürlich auch. Und das sieht man auch schon langsam am Gesicht von Foscarini. Der liegt jetzt hier wirklich genau vor uns. Man sieht hier im Bild auch unsere Hinterköpfe so ein bisschen. Und Foscarini bekommt hier wirklich gerade eine Tracht Prügel, kann man nicht anders sagen. Gute Kontrolle hier auch von Mosin hier, der mit dem Bodylock arbeitet. Wieder flach macht jetzt sogar in die Mauern. Wir hören das Ächzen von Foscarini. Das Stöhnen, das ist eine sehr, sehr, sehr unbehagliche Position für den Züricher. Ja, unbehaglich trifft es auf jeden Fall ganz gut, denn er hat hier einen wilden
Gegner auf sich drauf sitzen, der ihn mit Schlägen eindeckt. Das ist definitiv sehr, sehr unbehaglich. Und das Problem, was er hier hat, ist, er weiß, glaube ich, auch nicht, wie er da wieder rauskommt. So, das ist, glaube ich, das, was ich auch schon in der ersten Runde gesehen habe. Er weiß einfach nicht so recht, was er hier tun soll. Versucht da einfach mal kurz zu bocken, mal das Knie anzuziehen, aber dreht sich dem Gegner nicht zu, versucht da nicht irgendwie ein Knie durchzustecken, um sich die Guard zurückzuholen oder versucht auch nicht aufzustehen. Jetzt hat er es mal kurz versucht, aber auch auf die falsche Art und Weise. Wie kommt er hier wieder hoch, Sascha? Eigentlich müsste er sich rechts auf den Ellenbogen aufstützen und versuchen, das rechte Bein nach hinten hochzuziehen. Eigentlich ist alles da, was er braucht. Es fehlt einfach nur der Willen oder Zafamosen ist einfach zu stark in dieser Position. Macht zu viel Gewicht auf den linken Arm von Foscarini. Die Chance ist jetzt allerdings auch wieder weg. 48 Sekunden. Ich denke, Zafamosen wird das hier locker nach Hause schaukeln. Außer Foscarini wird ja nochmal einen Heelhook oder Kniehebel oder sonst irgendetwas hier rauszaubern. Aber man nimmt ja schon viele, in der Summe schon viele Schläge. Ui. Schöne Linke. Der hat gesessen. Da geht er zum Kimura über. Ja, das ist schon sehr dominant hier, was Zafamosen hier macht. Obwohl hier Foscarini den Underhook hat, also links auf der Seite, den Griff unter der Achselhöhle, kann Foscarini hier nichts machen, völlig hilflos. Ende der Vorrunde, Ende des Kampfes. Also recht zähe Geschichte hier, vielleicht auch fürs Publikum. Man hat es gehört, die Halle ein bisschen leiser geworden, aber man muss sagen, im Prinzip Zafamosen, alles richtig gemacht? Alles richtig. Werden wir auch gleich nochmal sehen. Diese Finalszene saß da dominant in der Top-Position und hat da Schläge regnen lassen. Foscarini auf der anderen Seite nie wirklich so richtig in den Kampf gekommen, wurde da von Beginn an neutralisiert. Ja, wichtiger Sieg hier für das Talent aus dem Kiboyu in Mannheim. Da gibt es auch nochmal eine Umarmung von Gonzo. Ja, und hier in der Ecke von Foscarini ist es natürlich total unglücklich. Liebe Zuschauer, für mich als Kampfsportler ist immer interessant, was ist effektiv. Und das, was Zafamosen heute gemacht hat, war einfach effektiv. Ja. Ihn am Boden gehalten, immer wieder in schlechte Position gebracht, Überzahlsituationen. Meine Damen und Herren, für den Kampf fordere ich einen Berg Respekt ein, und zwar für beide Kämpfer. Ismael Foscarini, Zafamosen. Sehr überzeugende Vorstellung. Ja, und ich denke, das dürfte jetzt auch keine große Überraschung hier geben bei der offiziellen Urteilsverkündung. Mosen, der hat schon gut lächeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Alle drei Judges waren sich einig. Ein 300-Punkt-Sieg geht an den Mann aus dem Team von Kimoju Fight Fabrik. Zafamosen! Ja, tatsächlich. Der Sieg für Zafamosen, wie gesagt, keine große Überraschung. Und damit der zweite Sieg im zweiten Kampf hier heute für das Team Kiboyu aus Mannheim. Und der bereits vierte Sieg im sechsten Kampf für Zafamosen, der damit nach einer Niederlage bei GMC hier wieder zurück auf der Siegerstraße ist. Wir machen weiter mit dem Catchweight-Duell. Pascal Kloser, auch ein junger Mann, der mal wieder einen Sieg gebrauchen könnte, trifft auf einen Bekannten, nämlich Ibo Chan, ein junger Mann, den er schon zweimal in seiner Karriere besiegt hat. Servus München, sichere dir deine 15% für den 14. März 2020. Geh jetzt auf welovemma.de und sichere dir deinen Early Bird Rabatt.
Ladies and Gentlemen, wir bleiben bei den Catchweights, weil es so schön war. Kampf Nummer 8, bitte begrüßen Sie mit mir im Cage Pascal Closer. Pascal Closer, ein junger Mann, der dem Kampfsport eine ganze Menge untergeordnet hat, der seine Heimat Österreich verlassen hat, in die Tschechische Republik, wie mehr gezogen ist, um dort zu trainieren, weil er dort besseres Training bekommt, so sagt er. Der allerdings zuletzt 7 Niederlagen in Folge kassiert hat, alle in Runde 1 und 5 davon im letzten Jahr. Also die letzte erst vor 2 Wochen. Oh, also klär uns auf. Er hat gegen wen? Vor 2 Wochen in Österreich gekämpft, gegen einen guten Freund von mir, Sebastian Holzmann, der mit mir zusammen auch trainiert. Und der ihn in der ersten Runde mit einem Side-Choke oder mit einem Arm-Triangle-Choke besiegt hat. Was alles noch in Ordnung ist, aber Pascal Closer ist ja auch einer, der häufig mal K.O. geht. Und da wird es dann schon gefährlich, weil es einfach nicht gesund ist, in so kurzer Zeit so oft K.O. zu gehen. Und er braucht dringend mal wieder einen Sieg, wenn er überhaupt noch irgendwo hier in Deutschland oder Europa relevant sein möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eingewogen mit 79,1 Kilogramm heute Morgen. Der Mann verfügt über eine 1-Plus-Athletik und eine ordentlich harte Hammerfaust. Er vertritt das eigene Team, Team Closer. Ihr Applaus für Pascal Closer! Hat auf jeden Fall ein paar Fans mitgebracht, die haben gute Laune. Aus Österreich ist ja nicht allzu weit hier bis nach München. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihm gegenüber rufe ich in den Cage Ivo Can! Ja, und wir haben es gerade gesagt. Du, meine Rechten. Trainiert von Peter Böhm, eingewogen mit knapp 80 Kilo, 79,6 waren es ganz genau. Sein Team trägt den schönen Namen Roland Flow, lässt tief gucken. Aus Augsburg, Ivo Can! Also ich erwarte hier nichts Geringeres als eine Boxschlacht. Ivo Can soll aus dem Boxen kommen. Und ja, Pascal Closer. Wir sind im Catchweight bei den 80. 2 Runden sind ausgemacht, Unified Rules of MMA. Und Jay wird die Augen drauf haben. Ladies and Gentlemen, geben Sie einen großen Applaus für die nächsten Kämpfer. Pascal Closer und Ivo Can! Ja, und Pascal Closer ist auch nicht dafür bekannt, sich mit Schlägen zurückzuhalten. Nee, ganz im Gegenteil. Slugfest, ja, on the way. Offenes Visier, ich denke auch. Und wer als erster trifft, der fällt hier. Ist natürlich gut fürs Publikum, das jetzt im letzten Duell ein bisschen was Ringerlastiges hatte. Dann gibt es jetzt hier einen satten K.O. Wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Ich glaube, das geht hier nicht über die erste Runde hinaus. Also, jetzt kein Bierchen holen. Einfrei zur zweiten, ersten Runde. Das kann schnell vorbei sein. Halten Sie die Augen auf den Cage. Es geht los. Ivo Can kann es kaum abwarten. Er hat die Hände auch weit vorne. Ja, weit auseinander vor allen Dingen auch. Wie gesagt, die beiden kennen sich sehr, sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit im Käfig. Ja, zaghafte Führhand hier von Can. Ja, ich bin halt einfach, also ich finde es einfach irgendwo auch respektabel, wenn jemand sagt so von wegen, okay, ich möchte das gegen diese, ja, schöne Rechte. Ohne genau Frage. Gegen die Deckung. Das genau zeugt von Kämpferherz und das zeugt davon, dass wenn die auch mit einem Plan hier reingekommen ist. Das ist der große Poser, rennt hier Ivo Can hinterher. Diese Overhand, wenn die gesessen hätte, dann wäre der Kampf tatsächlich schon beendet gewesen. Da haben wir sie schon wieder. Jetzt kommt Pascal Closer aber selber mit dem rechten Schwinger. Ja, zum Körper, also sehr, sehr seltsam. Oh, schöne linke Art und Weise, den Körpertreffer zu schlagen, muss ich sagen. Low-Kick von Closer, aber alles auch ein bisschen langsam. Ja, der Ivo Can schlägt ja schon hartes Leder. Ist auch ein bisschen kreativer als sein Counterpart hier aus der Österreich. Ja, recht schwer ausrechenbar. Ich glaube, deswegen lässt sich Closer ja auch ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich mit seinen Attacken. Versucht wahrscheinlich selbst noch zu verstehen, was sein Gegner hier gerade tut. Ivo Can geht hier sehr selbstbewusst in den Schlagabtausch hinein. Ja, sieht wesentlich lockerer auch aus als Closer, der... Ballern, Junge, ballern, ruft es hier aus dem Publikum. Das ist der Closer. Ja, da muss selbst Closer lächeln, seine Fans hier reinrufen. Oh, da fängt er sich eine schöne, durchgesteckte Gerade.
wieder diese rechte Overhand, die ist schon so halb durchgekommen. Da muss Klose aufpassen und wie gesagt, das beste Kinn hat er nicht mehr. Böse Zungen behaupten, nie gehabt. Aber auch Ibo Can hat hier seine Fans in der Halle und jetzt kommt hier richtig Stimmung auf. Takedown-Versuch von Klose hier, der langsam merkt, dass er da im Stand nicht so recht vorbeikommt an den langen Händen von Can. Der sich in den letzten vier Jahren offensichtlich weiterentwickelt hat. Also die Fan-Truppe von Pascal Klose, die hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Promoter hier noch mal ein paar Umsätze gemacht hat, was das Getränke-Catering angeht. Die haben gute Laune mitgebracht. Jetzt muss ihr Kämpfer nur noch abliefern hier. Bislang tut er sich recht schwer in dieser ersten Runde. Zögert sehr viel. Winkt hier einfach so ins Grüne. Also. Aber Ibo seziert ihn hier geradezu. Ja, also es ist tatsächlich eine Lehrstunde bislang für Klose. Can viel beweglicher, wird nicht ein einziges Mal getroffen, meidet problemlos diese viel zu langsam geschlagenen Schwinger von Klose. Erneut der Konter. Das ist schon das zweite Mal, dass er genau so kontert. Ja, das ist sehr interessant, weil ich habe mich mit Peter Böhm über die Strategie unterhalten und er meinte, sie wollten ihn lang boxen. Tun sie auch. Ja, das machen sie auch sehr gut. Also die Distanz, oh, da war aber ganz knapp die rechte. Also knapp am Gesicht von Ibo Can vorbei, aber er macht einen super Job hier. Hält ihn wunderbar auf Distanz, den kleineren, kürzeren Mann. Pascal Klose hat hier echt eine schwere Zeit, die Distanz zu überbrücken und Schläge auch anzubringen. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass er mal satt getroffen hätte jetzt in dieser. Oh, jetzt hier vielleicht, aber nicht ganz satt. 30 Sekunden hat er noch. Ja, er lädt zu weit auf, er lädt zu weit auf. Ibo Can ist schon längst weg, bevor Pascal Klose hier ansetzen kann. Oh, und Ibo Can provoziert ihn hier so. Hä, ist das alles, was du hast? 20 Sekunden auf der Uhr. Tja, und ich lag mit meiner Prognose falsch. Also offensichtlich sehen wir tatsächlich eine zweite Runde. Das hätte ich so nicht erwartet, aber das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass Klose hier tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend zu Werke geht. Aber so kann er nicht weitermachen. Also immer nur diese Einzelaktionen, die trifft er sowieso nicht. Die sind einfach zu langsam. Er muss... Ende der ersten Runde. Noch ein Tieftritt zum Ende. Er muss hier einfach mehr machen. Er muss versuchen, Kombination zu schlagen oder irgendwie versuchen, in den Clinch zu kommen. Da einfach draußen stehen bleiben. Das wird nichts. Da kassiert er zu viele Treffer und trifft selbst nichts. Hier nochmal ein paar Szenen aus dieser ersten Runde. Wir sehen, dass Ibo Can viel, viel flüssiger, viel, viel beweglicher auf den Beinen. Bleibt lang, wie du das gesagt hast, Sascha. Boom, und schon ist er wieder raus. Lange Hand und wieder raus. Also schulbuchmäßig. Ja, und meidet immer wieder diesen rechten Schwinger ohne Probleme. Ja, und Klose mit seiner Lebensgefährtin in der Ecke, die betreut ihn immer. Das ist natürlich eine schöne Sache. Auf der anderen Seite, denke ich mal, wäre vielleicht besser beraten mit einem qualifizierten Trainer, der ihm hier vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, wie er hier in der zweiten Runde was anders, was besser machen könnte. Was meinst du? Ja, es ist Kampfsport. Hier kann sehr viel passieren und nur einen Sekundanten hier mitzunehmen, ist schon fahrlässig genug oder zu wenig in meinen Augen. Ja, wenn es dann noch die eigene Freundin ist. Gut, wir wollen jetzt der Freundin nicht zu nahe treten. Vielleicht ist sie natürlich auch Weltmeisterin im Muay Thai. Das kann natürlich auch sein. Aber in dem Zusammenhang... Aber eine Weltmeisterin im Muay Thai kommt nicht mit der Handtasche in den Ring. Hat er natürlich auch wieder recht. Also da muss man mal ganz ehrlich bleiben. So, jetzt wird hier nochmal Ibo Can zurechtgewiesen. Ich weiß nicht genau, was da gewesen ist. Ah ja, das war der Tieftritt. Er hat ja einen Tieftritt bekommen gegen Ende der ersten Runde. Das Ganze unabsichtlich, hat sich auch direkt entschuldigt, Pascal Klose. Nichtsdestotrotz kann sowas natürlich unangenehm sein, muss ich den männlichen Zuschauern sicherlich nicht erklären. Haben natürlich alle Tiefschutz hier, die Kämpfer, aber auch der kann natürlich verrutschen. Und wenn da mal was klemmt und zwickt, naja, ich muss da nicht weiter ins Detail gehen. Bis zu 5 Minuten hat er Zeit hier, um sich wieder zu erholen. Ja, Pascal Klose, dennoch ein sehr fairer Sportsmann, das tat mir sofort leid, hat sich hier gleich entschuldigt. Ja, also ohne Frage, faire Geste sofort, das kann immer mal passieren, wenn da beide Kämpfer sich bewegen, der eine versucht einen Low-Kick, dann
kann das schon mal tief landen. Und Ivo Can muss ja aber aufpassen, dass er die Pferde nicht zu sehr durchlässt. Also er hat zwar jetzt in der ersten Runde wunderbar getroffen und sein Game eigentlich durchgezogen. Dennoch hat er hier immer noch jemanden, der hart zuschlagen kann. Und wenn die Distanz richtig stimmt. Oh, schöner Oblique-Kick hier. Oh, da trifft er aber wieder schön. Wenn dieser eine rechte Schwinger, wenn dieser eine rechte Oberhand durchkommt hier, dann haben wir ein K.O. Ja, dieser Oblique-Kick, davon möchte ich gerne mehr sehen. Also Pascal Kloser verlässt sich auch zu sehr nur auf diese eine Hand. Ja, jetzt kommen wir mal wieder mit dem Kick. Da sollte er vielleicht etwas mehr arbeiten mit. Naja, da trifft er wieder. Das ist wenigstens eine Waffe, mit der er die Distanzunterschiede überbrücken kann. Ja, aber er muss da ran an den Mann. Er muss versuchen, Can abzuklinchen, ihn vielleicht irgendwie zu Boden zu ringen, vielleicht mit einem Trip. Er kann da einfach nicht draußen stehen bleiben. Er ist zu langsam im Stand. Diese Einzelaktion, mit denen trifft er nichts, aber auch gar nichts. Wieder daneben. Und lässt sich da immer wieder auseinandernehmen. Und wann immer er ihn dann auch mal in der Nähe des Käfigs gestellt hat, er müsste einfach sein Gameplan ändern. Er kann nicht nochmal das gleiche machen, was er in der ersten Runde gemacht hat, denn da hat er zu viel kassiert, da hat er die Runde verloren. Und da braucht er halt eben einfach einen Trainer, der ihn anpeitscht und der ihm sagt, was er zu tun hat. Da haben wir schon wieder ein Team. Naja, nicht ganz. Ja, so wie es aussieht, geht Ivo Can's Plan jetzt eigentlich auf. Ja, im dritten Duell wird es wohl doch ein Sieg. Sieht zumindest danach aus, auch wenn es jetzt nicht der spektakulärste Sieg ist. Und es ist eigentlich für Kloser eine Niederlage, die er sich ja selber beibringt, denn der macht einfach zu wenig. Also was macht er denn da? Geht immer wieder zurück, wann immer er mal die Distanz überbrückt hat. Ja, könnte er vielleicht mal den Spinning Backkick anbringen, den er da vorhin, als er auf Ivo Can gewartet hat, geübt hat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie Kloser sich hier bewegt, so bewege ich mich nicht in einem lockeren Sparring. Also extrem locker geschlagene Hände. Das sieht mir alles nicht danach aus, als ob er hier tatsächlich einen Siegeswillen hat. Ja, der läuft ihm auch nur hinterher. Er schneidet nicht den Weg ab, sondern er läuft ihm nur hinterher. Kein Verständnis für den Käfig, beziehungsweise für die Raumaufteilung im Käfig. Ja, jetzt bereitet er was vor. Oh, das war auch wieder ein Tieftritt. Aber Ivo Can scheint das nicht tangiert zu haben. Schön, und der macht genau das Richtige. Oh, da war jetzt aber wieder in der Distanz. Da darf er nicht zu nachlässig werden. Wieder Tieftritt. Ja, da gab es jetzt auch nochmal eine Ermahnung. Unabsichtlich hin oder her, zu oft darf das natürlich nicht passieren. Da gibt es nochmal die Entschuldigung. Ja, ist nett gemeint, aber dafür kann sich natürlich Ivo Can jetzt auch nichts kaufen. Wenn da die Kronjuwelen wehtun. Aber gut. Sollte Kloser das nochmal passieren, dann glaube ich, wird der Referee auch nicht umhin kommen, ihm hier einen Punkt abzuziehen, egal ob unabsichtlich oder nicht. 2 Minuten geht das Duell noch. Ivo Can hat die Möglichkeit, sich jetzt hier zu revanchieren. Ja, dann macht das, indem er einfach weiter sauber boxt. Ja, besser als mit dem Tieftritt. Jetzt ist er mal wenigstens am Käfig. Ja, und das ist der Pascal Kloser, wie wir ihn kennen. Wilde Schwinger. Hände am Hosenbund. Jetzt wird's ein Kampf. Jetzt das ist der richtige Rummelprügelei hier. Und warum geht er weg? Warum gehst du jetzt weg? Was ist das? Bleib doch dran. Ah, jetzt wird's. Hey. Jawohl. Jawohl. Warum gehst du weg? Ja, ich glaube, man muss erst mal durchatmen. Ja, aber. Oh. Aber das ist tatsächlich einer der seltsamsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Spinning Back Elbow. Also hier ist wirklich alles dabei. Eine Minute noch, jawohl. Jetzt haben wir endlich mal einen Fight. Das hätte er noch viel früher auspacken müssen. Ja, aber Kloser, der pumpt wie ein Maikäfer. Eine Minute noch auf der Uhr. Feuert hier das Publikum noch mal an. Ja, jetzt haben wir einen Kampf. Jetzt trifft er auch mal. Das hätte er schon viel früher machen müssen, der gute Pascal Kloser. Ich verstehe gar nicht, warum Ivo Can nicht einfach rausgeht und sich ein bisschen mehr bewegt. War doch so leichtfüßig bisher. Und Kloser nimmt nochmal Anlauf und versucht es nochmal. 30 Sekunden. Nochmal Luft holen. Also Ivo Can ist auch schon müde. Ich glaube, 2 solche Angriffe schafft er noch.
Und da wackelt Schahn auch schon. Ja. So ein bisschen zumindest. Und weiter, auf geht's. Cagefighter hat er sich tätowiert. Oh. Oh, und jetzt geht Klose ja noch zu Boden. Und der auch noch Rear Naked Choke. Rear Naked Choke. Rear Naked Choke. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, 10 Sekunden. 10 Sekunden, auf geht's. Pascal Klose. Auf geht's. Yeah. Mein Gott. Mein Gott. Was für eine Wendung der Ereignisse. Pascal Klose gewinnt mit Rear Naked Choke. Er kann selber nicht passen. Unglaublich. Er kann es nicht passen. Wow, sorry. Sorry, liebe Zuschauer zu Hause, aber das habe ich noch nie gesehen. Wow, totgesagte Leben länger. Pascal Klose. Unglaublich. 10 Sekunden. Schaut euch das an. Hat hier immer wieder Anlauf genommen, Luft geholt für diese Schlagsalbe, nach vorn gestürmt, 5-6 Hände geschlagen, wieder zurückgewichen, wieder aufgenommen. Dann stolpert er hier und Chan stolpert auch, fällt mit dem Rücken in die... Also, das gibt's eigentlich auch in keinem Film, wow. Das hätte Hollywood nicht besser schreiben, wow, können. Fällt hier in, quasi hinein in die Backmount und wird hier zur Aufgabe gezwungen. Also, wie viel Pech kann man auch haben? 10 Sekunden, oh mein Gott. Unglaublich. Yeah, Applaus, Kampf des Abends. Comeback des Abends. Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf auf Messerschneide. Ihr Applaus für Pascal Klose, Ivo Chan. Wow. Also sowas kann man auch zu Hause nicht nachempfinden, das muss man live erleben. Offizielle Urteil. Wir haben Referee Stoppage in der zweiten Runde. 4 Minuten 58 Sekunden hat es gedauert. Dann kam der Rear Naked Choke und der Sieg geht an den Mann im eigenen Team. Pascal Klose! Wow, 2 Sekunden vor Schluss. Einen totgeglaubten, einen verloren geglaubten Kampf nochmal gewendet und mit der Submission beendet. 3:0 für Pascal Klose. Nachdem er dominiert wurde. 9 Minuten dominiert wurde. Also unglaublich. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt nicht unbedingt. Es freut mich sehr. Ivo ist ein brutaler Kämpfer. Wir haben dreimal jetzt gegeneinander gekämpft. Zweimal habe ich gewonnen. Dann hat er letztes Jahr, haben wir uns hier getroffen, hat mich herausgefordert. Er hat sehr fleißig trainiert. Er ist um 100% besser geworden. Und ich bedanke mich für den Fight und Respekt an dich, dass du so hart trainiert hast. Oh, Applaus. Also, sportlich faire Geste. Es war natürlich, so ehrlich müssen wir sein, sportlich natürlich nicht der anspruchsvollste Kampf, ganz klar, aber es war unterhaltsam. Wow, unglaublich. Okay. Ladies and Gentlemen, eins und Punkt haben wir ja heute noch. Wie gesagt, ich kenne die beiden ja auch schon eine Weile. Ivo, bleib hier, du hast ja noch was vor. Ja, komm schon her, komm schon her. Ivo und ich, wir kennen uns noch nicht so besonders lange. Wir haben uns aber ganz gut verstanden. Wir haben vorhin gewettet. Ich habe es verloren und ja, er hat was gut bei mir. Und das will er jetzt einlösen. So, erstmal danke an meine Familie. Sie sind 50 Leute hinten angereist. Aus Österreich, München, überall. So, ich will nur kurz noch was sagen. Meine Freundin, Esra, komm her. Oh, oh, mir schwant da etwas, Sascha. Ich glaube, der gute Gonzo ist nicht der Einzige, der hier bald den Hafen der Ehe ansteuern wird. Wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen heiraten. So. Dafür geht man auf die Knie, Alter. Dafür geht man auf die Knie. Und sie sagt ja. Und sie sagt ja, sie sieht natürlich noch ein bisschen geschockt aus, die liebe Esra, aber zu freuen scheint sie sich zumindest. Also, hat der Tag für Ivo Chan hier doch noch eine gute Wendung genommen. Trotz Niederlage fährt er hier am Ende trotzdem mit einem Sieg nach Hause. Nämlich mit einer Verlobung.
Ich muss sagen, Sascha, das ist jetzt der gefühlt 150. Heiratsantrag, den ich erlebe auf einer Kampfsportveranstaltung. Wow, okay, das ist die erste für mich. Ich habe auch schon gesehen, dass tatsächlich Frauen Nein gesagt haben. Das ist dann natürlich, das wäre heute natürlich der Gnade, der Todesstoß gewesen, wahrscheinlich für Ibo Can. Ich denke mal, da hätte er sich in der Kabine nachher aufgehangen. Aber so, muss man sagen, hat der Tag noch eine schöne Wendung gehabt für den jungen Mann aus Österreich. Alles Gute an die beiden. Ja, alles Gute auch von mir. Kampf Nummer 9, wir machen weiter im Programm, wir steigen in der Gewichtsklasse etwas auf und ich rufe hier zu uns in den Cage Rudolf Heiß. Sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, in die blaue Ecke dreht Imam Esad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gerd übernimmt das Zepter im Ring, wir sind im Weltergewicht, geht der Kampf über die Runden, sind zwei davon nach 5 Minuten. Unified Rules, ich denke, das geht richtig zur Sache. Ladies and Gentlemen, Ihr Applaus für Imam Samagandi und Roni Heiß. So, beiden Weltergewichtler machen sich ready. Ja, das war natürlich Farbod Iranejad in der Ecke von Imam Samagandi und nicht Saeed Eidi. Ein ähnlich kleiner Hitzkopf im Käfig und ein ähnlich alter Bekannter hier bei We Love MMA. Jetzt haben wir beide hier in der direkten Gegenüberstellung. Wir haben das gerade nochmal gesehen bei den Daten bei der Kämpfer. Relativ ähnlich, was die Maße angeht. Ja, Heiß hat aber definitiv die längeren Arme. Ja. Schauen wir uns an, ob er damit etwas anfangen kann. Samagandi, der gewohnt nervöse Gesichtsausdruck, den man von ihm schon kennt. Schlägt sehr hart, sehr aggressiv. Ja, und Heiß will auf den Boden, um dort seine Grappling Skills auszuspielen. Jetzt ist er auf dem Boden. Wurde hervorragend runtergebracht hier von Samagandi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Ludus Magnus Kämpfer hier Submissions anbringen kann oder ob Samagandi, der Ringer, hier sich dominant positionieren kann. Ja, Heiß hat zumindest den Vorteil, dass er in seiner Ecke hier liegt, obwohl er sich in der Unterlage befindet. Kann Zanke ihm hier auf jeden Fall direkt gute Ratschläge geben. Sperrt da den linken Arm von Samagandi, versucht sich hier die Guard zu erarbeiten. Hat sie jetzt auch. Das ist schon mal der erste Schritt zu einer eventuellen Offensive. Versucht hier das linke Bein drüber zu sliden, zu einem Triangle vielleicht. Zumindest sah das kurz so aus. Ja, kurzer Sweep-Versuch, aber ein bisschen zu halbherzig von Heiß. Oh, jetzt hat er das rechte Bein fast drüber, arbeitet er weiter am Triangle. Ja. Nein, Omoplata-Versuch. Triangle. Doch wieder zurück zum Triangle gegangen. Und er kämpft da wirklich drum, Heiß. Oh, schön gemacht. Ah, schön gemacht, aber das hat Samagandi genutzt hier, um zu passieren in die Side Mount, aber sofort zurück in die Guard, so muss es sein. Ah, Heiß versucht jetzt hier den linken Arm zu isolieren, entweder für einen Kimura oder um vielleicht einfach den Hebel zu nutzen, um zu sweepen. Aber bislang verteidigt das Samagandi auch sehr, sehr gut, indem er da einfach sein Gewicht auf diese Schulter verlagert.
Also, ringerisch ohne Frage sehr, sehr stark, Samagandi. Das hast du vollkommen richtig erkannt, Sascha. Aber könnte noch ein bisschen mehr machen, außer sich jetzt hier dieser Submissions erwehren. Ja, hier heißt, holt sich hier den linken Arm von Samagandi, arbeitet an der Submission. Sogenannten Kimura. Ja, Sandro Zahnke sagt schon richtig, er kann das auch zum Sweep benutzen. Also wenn er den Arm einklemmt, dann hat er auch die Möglichkeit, ihn auf der Seite zu drehen, da er keine Stütze auf der Seite hat, also auf der linken Seite. Samagandi aber kräftiger Mann. Wollte ich gerade sagen, Samagandi hat eine Menge Power und heißt, verschwendet hier jede Menge Energie, oder verschwendet vielleicht nicht, aber verbraucht hier jede Menge Energie, um an diesem Hebel zu arbeiten. Das ist ein Schulterhebel, der natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein kann, wenn er denn richtig durchgezogen ist, aber bislang verteidigt Samagandi das hier noch ganz, ganz gut, indem er versucht, diesen Arm zu strecken und eben die Schulter, das Gewicht auf diese Schulter zu verlagern. Jetzt ist er hier wieder zurück im Stand. Bodylock. Und versucht, heißt hier, wieder runter zu wuchten. Aber der bleibt an diesem linken Arm dran, wie so ein Terrier. Ja, was mit der Zeit dann auch passiert, ist, dass der Arm müde wird. Ja, also wenn er die ganze Zeit den linken Arm versucht anzugreifen, sein das durch, allein durch die Ermüdung. Oh, schön. Wunderbar, Crossface in die Backmount. Und jetzt arbeitet er hier am Rear Naked Choke. Eine Minute noch auf der Uhr. Da muss er auf jeden Fall aber nochmal nachfassen. Ja, der sitzt nicht ganz unter dem Kinn. Oh, Samagandi kann sich hier schön rausdrehen. Und jetzt ist er in der Oberlage. Aber wunderbarer Konter von Heiß. Sieht man so recht selten. Ich denke, da wird die erste Runde auch enden. Glaube ich auch. Und ich denke, es wird eine Runde für Heiß werden, der hier doch der aktivere Mann war, auch wenn er immer wieder zu Boden gebracht wurde. Wenn jetzt Samagandi hier nicht noch ein großes Ausrufezeichen setzt. In der letzten eine Minute wird er aber nochmal gesweept. Schön den Käse stark gemacht vom Schweizer. Oh, jetzt kann er nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Ja. Sehr schön gemacht von Heiß. Sehr schön. Und jetzt gemacht. Sitzt der Choke auch tief. Aber immer noch. Wird das was werden? Letzten 10 Sekunden. Ah nein, wird nichts. Samagandi ist zu stark in der Verteidigung. Zieht immer wieder den Arm hinunter. Oh. Sehr, sehr spannendes Match. Oh, aber ich sehe es an seinen Augen. Das war knapp. Das sieht aus wie jemand, der gerade kurz vorm Bewusstlossein war. Naja, also nicht, dass er taumeln würde, aber ich sehe das anhand seiner Augen so. Okay, das war knapp. Ich kenne das selber, wenn ich tief in einen Choke drin war und dann wieder rauskommt. Und dann plötzlich kommt wieder die Luft rein. Hier sehen wir nochmal das Highlight aus der ersten Runde. Wunderschöner Takedown hier. Das hat Wirkung hinterlassen. Ja, es ist tatsächlich so, dass bei diesen Chokes für alle, die hier vielleicht zum ersten Mal heute zuschauen auf Bild.de, eben nicht die Luftzufuhr abgedrückt wird, wie man so salopp immer sagt, sondern die Blutzufuhr unterbunden wird. Und genauso wie das Sascha natürlich sagt, wenn der Choke nur halb sitzt, dann kommt eben auch nur halb so also viel Blut durch. Und dann ist man schon so ein bisschen wackelig, wenn man wieder zurückgeht in seine Ecke. Und genau das hat man hier bei Iman Samagandi gerade eben gesehen. Ja, sehr, sehr starke Runde für den Schweizer. Auf der anderen Seite Rudolf Rudi Heiß, der quasi aus jeder Position hier versucht hat zu attackieren und mit diesem wunderschönen Crossface sich da diese Backmount gesichert hat. Also das sieht man wirklich nicht allzu oft. Ist allerdings eine Sache, die sowohl Zanke als auch dessen Mentor Andy Konter-Schmidt sehr, sehr gerne machen und die, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, extrem unangenehm ist. Hier jetzt wird nochmal ein bisschen Zeit geschunden, das hat man nämlich gesehen. Die haben wirklich sehr, sehr viel Wasser da verspritzt. Das kommt aber auch dem Gegner zugute. Rudolf Heiß, der nämlich auch sehr, sehr schwer atmet. Das ist mir schon aufgefallen, nachdem die erste Runde vorbei war. Der holt jetzt noch Tiefluft. Ja. Und auch der kann jetzt natürlich noch ein paar Sekunden länger durchatmen. Ja, ah, das ist ein bisschen link, muss ich sagen. Also, habe ich schon gesehen, als die in die Ecke gekommen sind, dass die da ziemlich viel... Oh, trocken reicht, muss ja nicht ganz sauber werden. ...mit dem Wasser herumgespritzt haben. Naja, ich denke mal, die haben auch gemerkt, dass der Job relativ Second Round. Und wollten ihrem Schützling da einfach noch ein paar Sekunden mehr Zeit geben, aber weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, denn auch Heiß ist jetzt noch ausgeruhter. Es ist aber so, dass so ein Choke, der knapp das Ende bedeutet hat, nach einer Minute nicht mehr so nachwirkt wie jetzt ein harter Treffer. Also wäre jetzt kurz am K.O. gewesen, ist das natürlich noch schlimmer. Es war gerade ein schöner Bodyshot von Samagandi mit der rechten. Der hat richtig reingehauen. Der war auch sehr, sehr gut getimed.
Oh, Spinning Backkick. Jetzt wird er ja mutig, aber das ist eben das Problem mit diesen spektakulären Spinning-Techniken. Wenn die nicht treffen, dann stehst du mit runtergelassener Hose da. Ja, unten im Rücken zum Gegner. Ja. Oh, schön abgefangen. Ja, schöner Konter hier von Samagandi, der mir am Stand wirklich sehr, sehr gut gefällt eigentlich. Hat sich definitiv verbessert. Wollte hier wieder zum Takedown gehen. Hat sich den Bodylock. Oh, schönes Knie von Heiß. Und wieder. Oh, schöne Technik. Linker Highkick zum Spinning Backkick. Reingelaufen heißt. Da muss er echt aufpassen, dass er nicht zu offen rein stürmt in den Gegner. Also stark wie er am Boden ist, Rudolf Heiß, so viel Defizite hat er dann auch noch im Stand. Braucht da jetzt die Lücke, um reinzukommen in den Gegner. In der ersten Runde hat ihm Samagandi die Aufgabe ja abgenommen, den Kampf auf den Boden zu verlagern, aber er ist nämlich, der den Takedown gesucht hat. Und rein, schöne rein. Rechte. Ruft der Trainer da. Schöne Rechte. Samagandi kämpft wie ein Löwe hier. Ja, heißt, oh, er haut sich jetzt hier aber auch immer mehr. Takedown und dann haben wir gleich wieder das Crossface. Nein, Samagandi wirft ihn sehr gut. Sehr gut gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie viel Energie hat Heiß hier noch im Tank? Kann er sich da noch mal raus wurschteln? Sehr schöpft zu sein. Ja, atmet hier extrem schwer, dreht sich ja gerade auch zur falschen Seite. Samagandi holt erstmal Luft. Und der Referee fordert hier Action. Ja, passiert nicht allzu viel. Hier schon wieder Submission-Ansatz. Versucht da am Armbar zu arbeiten. Rudolf Heiß hat da den linken Arm isoliert von Samagandi. Aber kann er ihn durchstrecken? Das ist die Frage. Nein, er hat den Arm auch gar nicht. Was macht er denn hier? Versucht ein bisschen eine Scramble-Situation. Ja, wollte einfach nur sich da rauswursteln. Sah kurzzeitig so aus, als hätte er den Arm isoliert. Ja, und hier, der Kopf ist in einer sehr, sehr unvorteilhaften Position. Ja. Heiß ist wirklich schon, Heiß ist wirklich schon sehr, sehr müde. Sehr erschöpft hier, das stimmt. Spannend, was er jetzt noch versucht, hier aus dem Hut zu zaubern. Ja, ich finde auch, Zanke gibt ihm jetzt die falschen Tipps hier aus der Ecke. Er sagt, hau da weiter rein. Das ist, bringt aber absolut überhaupt nichts. Er muss versuchen, aus dieser Position hier rauszukommen. Ja, da hast du recht. Und hier wird er den Kampf auf Dauer eigentlich verlieren. Ne? Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Zumal er das bisschen Energie, was er noch übrig hat, sicherlich dafür aufbrauchen sollte, hier solche kurzen Dinger rauszuhauen, sondern er muss wirklich versuchen, da rauszukommen. Eine Minute hat er noch. So, jetzt gibt es nochmal einen Stand-Up. Das ist jetzt nochmal die Chance. Auch Samagandi scheint erschöpft zu sein, steht sehr, sehr langsam auf hier und hat sich da jetzt im Prinzip die letzten 20 Sekunden auch durchgehend ausgeruht. Ja, beide etwas verhalten hier. Schöne Pirouette. Oh. Ja, beide müssen jetzt eigentlich so nach vorne preschen. Das ist noch zu uneindeutig. Spinning Backkick wieder. Oh, schön die Rechte. Also ich sag mal, wenn jetzt Heiß hier in den letzten 30 Sekunden nochmal richtig auftritt und Eindruck schindet bei den Punktrichtern, dann kann er den Kampf ja sogar gewinnen, denn die erste Runde hat er. Ja. Wenn er sich jetzt hier aber so ein bisschen einlullen lässt und wenn er sogar Samagandi jetzt hier noch das Heft in die Hand gibt, dann wird er den Kampf abgeben. Ja. Verteidigt er den Takedown, das wäre wichtig jetzt hier in der Schlussphase. Ja. Hau rein, Junge, ja, gut. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Beide strecken die Arme in die Luft, aber wer gewonnen hat, das sagen uns erst die Punktrichter. Ja, könnte gut und gerne auch unentschieden werden. Ich meine, man muss natürlich sagen, Samagandi hat zwar die Takedowns gehabt, ansonsten aber auch nicht viel mehr gemacht, ne? Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite haben wir auch von Heiß nicht viel gesehen jetzt hier in dieser zweiten Runde, außer da ein paar Szenen jetzt zum Schluss, außer dass er immer noch einen Konter genommen hat.
Also ich glaube, es wird unentschieden. Ja, unentschieden oder eventuell heißt da Ende der ersten Runde den Naked Choke drin hatte. Ja, nochmal dieser schöne Takedown von Samargandi. Ja, könnte in jede Richtung gehen. Weil diese zweite Runde war eben sehr, sehr eng. Samargandi mit den Takedowns. Heiß mit Ladies and Gentlemen, mehr Damen und Schaden, war den er gemacht hat. Rauferei. Verdienen da ordentlich einen Applaus für beide Jungs. Rudolf Heiß, Evan Samargandi. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, offizielles Urteil. Wir haben einen einstimmigen Punktsieg. Der Mann von Ludus Magnus packt hinein, der geht an Rudi Heiß. Ja. Also, kann man geben, ist definitiv ein gerechter Sieg. Imam Samargandi wirkt jetzt ein bisschen ungläubig. Kann das Urteil nicht ganz verstehen. Ich kann seinen Ärger ein bisschen verstehen, aber ich muss sagen, gewonnen hat er den Kampf auf keinen Fall. Ja. Wenn, dann war es ein Unentschieden. Und ich glaube, mit einem Sieg von Heiß, da kann sich keiner drüber aufregen. Ja, sehe ich auch so. Denn die erste Runde klar kontrolliert von Heiß, hat da zwar zwei, drei Takedowns gefangen, hat aber immer war er derjenige, der attackiert hat, der offensiv war, der Submissions angebracht hat. Die zweite Runde hat natürlich Samargandi mit den Takedowns kontrolliert, aber die besten Treffer gelandet hat Heiß. Von daher geht das schon in Ordnung. So, wir kommen weiter zum nächsten Kampf. Ein Duell im Federgewicht und das ist schon der Co-Main-Event des heutigen Abends. Ja, das Team von jetzt geht der Verschluss auf. Macht ihn wieder zu. Florin korrigiert wieder die Position. Das ist der Tap. Das ist der Tap. Wenn man die Applaus führt, Mossa Isai. Und er kommt in den Armbar rein. Und er tappt da. Oh Mann, durch den Submission gewinnt der Boxer. Jenny Bollinger. Jetzt ist unser Kind. Jetzt ist unser Kind. Und dann ist der Tapp. Die Wunde davor aufholen, dann holt er sich den Sieg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden zweistellig. Kampf Nummer 10, der Dank für die nächsten Kämpfe geht an Eddie Schramm, der supportet, und an Legion Octagon, gerade eben zu sehen oben. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir brauchen Sie, gar keine Frage, und es ist immer schön, wenn sich jemand dem Sport an die Seite stellt. Ist, denke ich mal, für unsere Sponsoren durchaus einen großen Applaus wert, denke ich doch. Und wir gehen in Kampf Nummer 10. Da treffen zwei Leute aufeinander. Ja, die kenne ich schon lange und ja, ich freue mich auf den Kampf, weil hier treffen zwei sehr erfahrene, technisch sehr gute, sehr fokussierte Kämpfer aufeinander. Man darf gespannt sein. Ladies and Gentlemen, ich rufe in den Cage Ömer Cankadesla. Menschen, heute We Love MMA. Schön wieder hier bei euch zu sein. Auf, jetzt stellen wir die Hütte auf den Kopf. Rahman Magan Shabiev. Hier ist Rahman Magam Shapiev. Ich werde heute meinen 7. Profikampf jetzt zeigen und hoffe, ihr werdet Spaß haben heute und ja, wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Problematisch sein kann. Ja. It's a game of inches, also jedes Gramm zählt hier. Und wenn man sich noch beide anschaut, Magam Shapiev ist zwar der längere. Ladies and Gentlemen, der Mann zu meiner Rechten, ebenfalls schon einen weiten Weg gegangen. 7 Kämpfe auf der Uhr, das ist einiges an Erfahrung. Die Tough House Gym
sein Zuhause. Der Mann kommt aus Eschenau. Taktisch anders gelagert, dabei aber genauso blitzgefährlich. Rahman Magam Shapiev! Sieht doch so etwas unmotiviert aus hier. Ladies and Gentlemen, Jay hat die Augen drauf, schwingt das Zepter über Kampf Nummer 10. Zwei Runden sind's, Unified Rules wurde bereits erwähnt. Ladies and Gentlemen, gucken Sie zwei Könnern bei der Arbeit zu. Über Django Dessler und Rahman Magam Shapiev! Der Größenunterschied, Magam Shapiev definitiv mit den längeren Armen. Ist absolut massiv, nicht nur mit den längeren Armen generell, mit dem längeren Körper. Reinfall zur ersten Runde. Sehr, sehr groß auch für die Gewichtsklasse. Chanka Desler. Oh, schöne Rechte da zur Eröffnung von Chanka Desler. Magam Shapiev aber sehr, sehr beweglich, gut auch im Clinch hier. Dominiert die Clinch-Situation sofort, obwohl er nicht mal. Oh, sehr gut. Hat er gut gemacht, ja. Obwohl er den Overhook hat. Wollte ich mal sagen, nicht mal einen Underhook hatte auf der Seite. Genau das wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, wir haben das ja schon öfter gesagt, Sascha. Die Jungs mit Nachnamen, die auf APF enden, die kommen dann in der Regel aus dem Kaukasus und haben meistens, wie gesagt, das Ringen in den Genen. Oh, schön. Wow. Sehen hier gerade viele ringerisch gute Aktionen hier, gerade zu Beginn. Magam Shapiev hat ihn hier in einer Guillotine drin, aber die wird er wohl schnell verlieren. Jetzt könnte er zu einem Flutchoke gehen. Das ist jetzt gefährlich hier, den Griff weiterhin mit dem linken Arm hier am Kopf zu halten. Aber ich glaube auch, wenn man Chanka Desler riecht das auch hier an Van Flutchoke. Ja. Sehr, sehr trickreiche Technik. Die man aber tatsächlich häufiger sieht in den letzten Jahren. Früher gar nicht gesehen hat. Ja. Boah, schön die Mauernposition geholt von Ömer. Jetzt mit vereinzelten Schlägen hier, aber Magam Shapiev. Sehr der hier. Technisches Duell hier am Boden und wir hören das auch. Die Halle hier in München applaudiert. Das zeigt auch, dass die Zuschauer, auch der Casual-Fan, mittlerweile ganz genau weiß, was hier abläuft. Wenn Sie das Schönes sehen, applaudieren Sie das auch, ja. Schon wieder in der Guillotine-Position. Oh, dreht ihn jetzt aber. Sehr zäh. Das Ringen hier um die Position. Und Magam Shapiev wieder in der Guillotine drin. Der will das hier heute Abend finishen. Ja, der will einen vorzeitigen Sieg, das habe ich auch das Gefühl. Ja. Ja, das sind natürlich keine dollen Treffer, die wir da sehen, aber die nutzen, um zu stören, um Lücken zu suchen. Und genau die hat er hier gefunden. Chanka Desler. Und so schnell kann sich das Blatt wenden. Jetzt haben wir hier Chanka Desler in der Backmount. Schlimmste Position im MMA. So sieht's aus. Und noch 2 Minuten 40 auf der Uhr hier. Also da ist jede Menge Zeit. Und da ist der Tab. Da ist der Tab. Und es bleibt bei einem Sieg für die Magam Shapiev Brüder. Immer Chanka Desler deutet sie an. Ich will den Federgewichtstitel. Oh, das wird aber relativ nüchtern hier honoriert, dieser technisch saubere Sieg hier eigentlich. Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, das Publikum weiß gar nicht so recht, was jetzt passiert ist. Die waren jetzt selber geschockt, dass es so schnell vorbei war. Jetzt gibt es auch den Applaus. Aber bis dato war es ein sehr ansehnliches Duell, muss ich sagen. Ja, und also super ansehnliches Duell. Technisch hohes Niveau. Ja, ringerisch sehr, sehr schön. Da war nochmal der Fehler, beziehungsweise das heißt der Fehler. Ömer hat es einfach wunderbar gemacht. Hat hier den linken Ellbogen direkt unter das Kinn gezogen, ausgestreckt und da war der Bürger einfach zu stark. Oder er war direkt unter dem Kinn. Das kann natürlich auch den Kiefer brechen. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hat er stark gemacht. Ich möchte nochmal daran erinnern, aber ich bin ganz sicher, werden Sie auch von alleine draufgekommen. Es gibt Kämpfe von solcher Qualität, was an Ihnen im Stehen applaudiert. Das war so ein Kampf. Es ist mein Vorschlag. Es ist Ihre Entscheidung. Aber ich denke, da gehen Sie nicht falsch. Applaus bitte für Ömer Chanka Desler, Rahman Magam Shapiev. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Urteil. Wir haben in der ersten Runde nach 2:22 ein Referee Stoppage bei Tap Out. Grund dafür war ein Rear Naked Choke. Der Sieg geht an Ömer Chanka Desler. Ja, Magam Shapiev muss sich hier nicht so sehr
betrübt geben eigentlich. In meinen Augen hat er in der Gewichtsklasse zu hoch gestartet, gegen einen viel erfahreneren Mann. Gegen einen absolut erfahrenen Mann, genau das wollte ich auch gerade sagen. Giancarlo Dessler, wie gesagt, seit 2013, glaube ich, schon unterwegs. Absolute Hochkaräter, schon gekämpft in seiner Karriere. Hat jetzt hier den 9. Karrieresieg eingefahren. Also gegen so einen kann man auch mal verlieren. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass der ja eine Zeit lang sehr, sehr gut auch ausgesehen hat. Ich glaube, der große Fehler, den er gemacht hat, war, sich krampfhaft immer wieder an dieser Guillotine festzuhalten. Ja, das war der Fehler, ja. Hätte auch einfach ein Flugschock heraus entstehen können. Da wird noch ein bisschen herumgeblödelt. Nachdem die Spannung des Kampfes abgefallen ist, sei das den Leuten auch gegönnt. Ja, und wir sind schon beim Hauptkampf angekommen. Kevin Hanks aus Heidelberg trifft auf den Lokalmatadorin Ali Sarwari. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 11. Es ist leider, möchte man sagen, der letzte. Bevor ich den anmoderiere, noch mal einmal kurz Zeit genommen, um Danke zu sagen. An die Matchmaker, ans Kampfgericht, an die Leute aus der Medical Crew, an die Security und natürlich ans Publikum. War geil hier, hat Spaß gemacht. In den Cage treten, und das kann man also ohne Übertreibung sagen, zwei Leute, die reichliche Erfahrung haben. Das heißt, der Kampf kann ausgesprochen kurz werden oder kurzweilig, vielleicht sogar beides. Kommen aus, also im Prinzip benachbarten Vereinen, sind nicht das erste Mal hier bei uns im Cage. Und sie haben immer jede Menge Spaß gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den ersten der beiden darf ich im Cage begrüßen. Und Sie helfen mit einem Applaus. Kevin Hanks! München, Dankeschön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, ihr habt heute einen Riesenspaß. Ich freue mich riesig darauf und ich verspreche euch eine gute Show. Schönen Abend noch. Bin Ali Sarwari. Oder ist das badisch? Ich weiß gar nicht. Eher pfälzerisch, glaube ich. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, würdiger Gegner für den Hauptkampf. Hier Applaus für Ali Sarwari. Von Pampel Pan München. Schön, dass ihr seid da. Ich habe schon mich gut vorbereitet und wir werden schauen. Ich hoffe, ihr seid genießen. Danke. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich glaube, der junge Mann wollte eigentlich nur ausdrücken, dass er hervorragend vorbereitet ist. Und Ladies and Gentlemen, zu meiner Rechten. Der Mann kämpft aus der blauen Ecke, ebenfalls sehr erfahren, hat seine Kämpfe üblicherweise vorzeitig beendet. Bis dahin war es meistens eine Tortur für seinen Gegner. Netter Typ, bis er anfängt, jemanden zu hauen, vertritt Pound for Pound und er kommt aus München. Ali Sarwari! Ladies and Gentlemen, Gerd übernimmt die Herrschaft im Ring. Zwei Runden nach 5 Minuten Unified Rules sind angesagt. Der Kampf wird unterstützt von der Firma Feflox Sportswear. Auch Ihnen vielen Dank für den Support der Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es werde laut. Main Event des heutigen Abends, Kevin Hanks, Ali Sarwari. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kevin Hanks wollte mir nicht verraten, was der Gameplan heute Abend ist, aber Kevin Hanks ist ein Ringer.
der seine Kämpfe hauptsächlich auf den Boden bringen möchte. Ali Zawahiri ist jemand, der im Boden gefährlich ist, der alle seine Siege per Submission geholt hat. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie stellt man sich auf so einen Gegner ein. Ringfrei zur ersten Runde, First Round. Ja, zumal auch Zawahiri, glaube ich, nicht der schlechteste Ringer ist. Also ich glaube, selbst ein Vorhaben, den Kampf im Stand zu halten, ist dann gar nicht so einfach umzusetzen, aber lassen wir uns mal überraschen. Manchmal ist es ja auch so, dass zwei gute Ringer sich irgendwie gegenseitig neutralisieren und sich tatsächlich ein Standgefecht liefern. Hätte das Publikum wahrscheinlich nichts gegen einzuwenden. Zawahiri eröffnet den Reigen mit einem Jab. Kevin hat die linke sehr weit unten. Fast so, als würde er versuchen, Zawahiri anzulocken. Hauptkampf des Abends. Eine Minute sind schon ins Land gezogen und beide haben sich bisher nur abgetastet. Ja, noch nicht allzu viel passiert. Offensichtlich Respekt hier. Jede Menge da voreinander. Und das ist genau das, was ich meinte. Wenn man am Ende zwei starke Ringer hat, dann traut sich am Ende keiner von beiden, den Abzug zu drücken und zum Takedown zu shooten. Und beide neutralisieren sich gegenseitig und dann hat man hier eben sowas. Ja, jetzt haben wir hier mal so den ersten Low-Kick-Versuch, aber eigentlich schließt man damit Attacken ab und eröffnet sie nicht. Müsste aber langsam auch der Referee hier mal ein bisschen einschreiten und etwas mehr Aktionen fordern. Das Publikum sieht hier schon etwas. Ja, die hätten wahrscheinlich sich im Hauptkampf hier ein bisschen mehr Action gewünscht, aber es ist eben keine Kneipenschlägerei. Und auf einem gewissen Niveau muss man eben auch ein bisschen vorsichtiger sein, den Gegner auch mal abtasten. Nichtsdestotrotz könnte man jetzt nach einer halben Runde schon mal erwarten, dass da auch die ersten paar Wirkungstreffer reinfliegen. Die Sache ist, je länger sich die beiden Zeit lassen, desto nervöser werden sie auch. Ja, das heißt, und umso größer wird auch diese Blockade, die man hat. Ja, genau. Und wenn der Knoten platzt, dann wird es meistens ein Feuerwerk. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sie beide sich jetzt relativ schnell im Clinch finden werden. Das ist so. Auf jeden Fall sehr energieschonend. Viel haben sie bis jetzt noch nicht verbrannt hier, die zwei. Ja, der Referee müsste sich aber auch mal jetzt hier zu Wort melden. Zu Wort melden, ja. Ja. Jetzt 3 Minuten ins Land gezogen. Oh, und da ist der Knoten geplatzt. Ja, das war die Initialzündung, die beide gebraucht haben. Aber jetzt nehmen erstmal beide wieder ein bisschen Tempo raus. Ja, das meinte ich ja. Die werden sich beide relativ schnell im Clinch wiederfinden. Wollen wir nicht zu übermütig werden. Ja, ist wirklich der Klassiker hier. Beide zu viel Respekt voreinander. Beide nicht besonders gut im Stand. Beide eben gut im Ringen. Naja, und dann neutralisiert man sich eben. Ja, das Publikum, das ruft ja nach Pascal Kloser. Aber ja, da muss man sagen, der hat im Prinzip auch einen stinkleiweiligen Kampf abgeliefert, bis zu den letzten 30 Sekunden, die halt die Hölle auf Erden waren. Chaos pur waren. Unterhaltsame Hölle auf Erden. Ja. Schauen Sie sich es nochmal an in der Mediathek bei wheelofmma.de. Da können Sie nochmal alle Kämpfe nachempfinden. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, es in der Mediathek zu sehen, das ist eine andere Sache, es live zu erleben. Also, das war, also ich bin immer auch ein bisschen heiser. Pures Chaos. So, jetzt schreitet der dritte Mann im Cage hier auch mal ein, trennt beide. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so eine gute Sache ist, denn jetzt haben wir wieder dieses Anstarren, was wir hier 3 Minuten lang gesehen haben. Ja, einer muss jetzt mal hier die Initiative ergreifen. Ja. Er kann relativ leicht die Runde stehlen mit einer guten Aktion. Es sieht aus, als ob Hanks jetzt hier ein bisschen mehr Druck machen will. Zumindest marschiert er hier nach vorn. Aber nur marschieren ohne schlagen ist auch nicht so richtig. Ja. So, jetzt hat er hier versucht, einen Outside-Trip zu machen. Hat nicht geklappt. War ein bisschen zu weit weg. Man sollte fast beiden einen Punkt Abzug geben für diese passive Runde, aber ja, dann wird es ja immer noch 0-0 stehen, also von daher.
Schießschlag. Ja, das ist auch eine Strategie, sich noch die Punkte zu holen. Aber Kevin Hanks ist eigentlich ein fairer Sportler. Oh, naja, das sieht man nicht gerne. Keine Aktivität und dann auch noch ein Tiefschlag. Ja, da wird ein bisschen gerüttelt und geschüttelt, bis alles wieder da sitzt, wo es sitzen soll. Ist noch alles da? Da wollen wir doch hoffen, dass noch alles da ist. Ja, also wie gesagt, weil viele immer sagen, ja, die haben doch einen Tiefschutz. Also ich habe auch schon Kickboxkämpfe gesehen, beziehungsweise einen Kickboxkampf, da ist tatsächlich ein Hoden unter die Bauchdecke gerutscht nach einem Tieftritt. Also das kann auch trotz Tiefschutz passieren. Ist am Ende gut ausgegangen und so weiter. Der junge Mann hat auch noch Kinder gekriegt, oder Kinder gezeugt, besser gesagt. Aber ich will damit nur sagen, auch so ein Tiefschutz. Takedown. Ist kein definitiver Schutz. So, jetzt gab es hier nochmal einen Takedown für Hanks und damit hat er sich die Runde gesichert. Ja. Er sichert sich die Runde. Und läuft da sehr, sehr gekrümmt auch in die Ecke. Also ich weiß nicht, ob er da immer noch Schmerzen hat. Das kann immer noch auch nachher noch wehtun, aber irgendwie... Wird da auch gestützt? Ich glaube, er hat was... jetzt mit dem Hoden zu tun oder glaub, mit der Schulter. Es ist die Schulter, so wie es ist die Schulter wieder, die kaputte Schulter, die er sich letztens auch... Oh nein, das wäre ein sehr unbefriedigendes Ende dieses Kampfes. Ja, aber das sieht nicht so aus, als ob er hier nochmal kämpfen kann. Ich weiß nicht, ob die ausgekugelt ist. Du scheinst da mehr zu wissen. Was hat er gehabt da? Damals hatte er eine Schulterverletzung. Ich glaube, es war der linke Arm. Ja, also das scheint hier auch zu zerfallen zu sein. Oh, ich glaube, die wird ihm hier gerade wieder eingelegt. Oh, und das ist absolut unangenehmes Gefühl. Ich glaube, der Kampf ist beendet. Das denke ich aber auch. Wobei er nicht der Erste wäre, der mit einer ausgekugelten Schulter nochmal weitermacht. Es gibt Kämpfer, die renken sich die selbst wieder ein. Ja. Das geht aber auch nur dann, wenn du sowas häufiger hast. Dann ist quasi das Gelenk dran gewöhnt, dass du das wieder in die Pfanne reindrückst. Ja, eine Hypermobilität der Schulter, aber oh mein Gott, das ist sehr schade. Das tut mir wirklich leid für Kevin Hanks. Da hat er sich gerade noch so den Sieg in der ersten Runde gesichert. Ja, da wird wirklich versucht, ihm den Arm wieder einzurenken. Oha. Das scheint jetzt auch geklappt zu haben, wie wir am schmerzerfüllten Schrei gehört haben. Aber ich denke mal, dass dieser Kampf hier trotzdem vorbei ist, oder? Wollen die hier tatsächlich noch weitermachen? Das würde natürlich von jeder Menge Kämpferherz zeugen. Da will ich aber auch nicht einen einzigen Buhruf mehr hören hier im Publikum. Nee, Benjamin Russ. Und es gibt erstmal einen Timeout. Der Trainer schüttelt den Kopf. Ich denke, ja, das ist abgebrochen. Das war's. Der Cutman signalisiert es auch. Ja, und damit ist das per Reglement ein TKO-Sieg für Ali Zarwari. Ja, der kann den Arm hier kaum bewegen. Ich glaube, das ist immer noch nicht richtig eingerenkt. Also natürlich utopisch zu glauben, dass man da weiterkämpfen kann. Ali Zarwari schlägt dir in den Käfig hinein und schreit, er will kämpfen. Ja, natürlich möchtest du so nicht gewinnen als, als Gegner. Ja, aber man sieht es ja auch natürlich, kann man... Der Arm hängt immer noch. Also ja. Er hängt nicht runter, sondern der ist ganz steif irgendwie. Raus hier im Publikum. Ja, kann hier natürlich passiert sein, ja, dass er da auf dem Unterarm gelandet ist und durch den Druck vielleicht an der Schulter was passiert ist. Wir sehen es hier nochmal. Ja. Er ist voll auf den Ellbogen geknallt. Ja. Das kann natürlich die Schulter hier luxiert haben. Ja. Also sehr, sehr schade natürlich. Er hält sich auch sofort den Arm, ja. Man sieht das ja. Auch hier. Ne? Ja, also dieser letzte Takedown hat ihm natürlich die Runde gesichert, aber die Schulter zerstört. Wir machen es sehr, sehr bitter. Der Opfer des letzten Kampfes ist ein TKO. Wir haben eine unabsichtliche Dislokation oben vom Schultergelenk. Ist beim Wurf passiert, kommt vor, ist ein Kontaktsport. War wie gesagt unabsichtlich, dementsprechend geht es ein regulärer Sieg an den Mann aus München, an Ali Zarwari. Ladies and Gentlemen, Tipp von mir, weder jubeln noch buhen, so möchte niemand verlieren. Gewinnen möchte so auch keiner, das ist ein Kontaktsport, es passiert. Wir sehen uns das nächste Mal und ich hoffe, wir machen es dann richtig. Bis dann, tschüss. Ja, auch von mir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, dann am 23.03. in Düsseldorf. Bei Wheel of MMA 47 ja, auf ihr Live auf BT. Ja, das ist natürlich ein unbefriedigendes Ende eines Hauptkampfes, aber da steckt man manchmal nicht drin. Das ist Sport, das kann passieren, das gehört dazu. Und ich denke mal, vielleicht sieht man die beiden in Zukunft ja nochmal irgendwann wieder. Ich denke, wir haben einen tollen Abend gesehen. Gonzo, was meinst du? 10 geile Kämpfe, der letzte ging leider daneben, das macht nichts. Ist immer noch eine gute Quote und ich sage mal, es ist ein Kontaktsport, man verletzt sich. Hast du dich schon verletzt beim Sport? Das ein oder andere Mal, meistens aber beim Trinksport. Ja, ausreichend, glaub's mir. Ja, und wie gesagt, Schulter ist ätzend, das dauert lange. Gute ja. Besserung von hier. Sollte mich freuen, wenn das möglichst schnell und vor allen Dingen komplikationslos wieder wird.
Ansonsten, du hast dich ja schon bedankt bei allen Leuten, die hier da sind. Ich möchte es dir nochmal gleich tun. Besonders natürlich beim Publikum, die solche Kampfabende hier immer so besonders machen. Wir kommen immer wieder gerne zurück nach München, sind auch im nächsten Jahr nochmal hier. Und zwar am 14. März 2020 dann auch wieder hier im Olympiapark hier in München. Tickets könnt ihr schon jetzt holen, da gibt es 15% Rabatt. Schaut mal auf welovemma.de vorbei. Und ansonsten bleibt uns ja nicht mehr zu tun, als uns zu verabschieden. Und tschüss. Macht es gut, bleibt gesund, kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Bye.